Willkommen zur Fraktionssitzung am 10.05.2016. Das ist die 153. Fraktionssitzung. Wir haben am Anfang ja immer Top 0 Protokolle vom letzten Mal genehmigen. Aus Krankheitsgründen konnten die bis jetzt nicht gesichtet werden. Ihr kennt das Problem. Von daher schieben wir diesen Top noch einmal um eine Woche, Genehmigung der letzten zwei und dann drei Protokolle. Ja, muss ja einfach nur gucken, ob das stimmt, was da steht. Egal, fangen wir an, Top 1. Nein, fangen wir an, Top minus 1. Stehen die nicht da oben? Oh. Dann machen wir das jetzt gleich. Ich wollte erst Top minus 1 machen und das K-Office grüßen. Hallo Hattingen. So, bevor ich das vergesse. Hallo? Ich habe das. Was machst du hier für Gesten? Für die Lippenleser nochmal wiederholt. Ich habe das mimisch genau, da Video. Ach so. Alles klar. Gut, dann nicht öffentliche Teile. Müssen wir fürs nächste Mal wieder aufs Protokoll nehmen. Aktuell geplant sind ein nicht öffentlicher Teil fraktionsöffentlich zum Thema weitere Vorgehensweise BGE und ein nicht öffentlicher Teil fraktionsintern zum Thema Veröffentlichung gemäß § 4 unserer Finanzordnung. Gibt es weitere nicht öffentliche Teile? Ich hätte gern informell was für euch. Drei Sätze, nicht öffentlich, aber fraktionsöffentlich. Zum Thema? BB. Und Moni. Nicht öffentlichen Teil zu Anwesenheit im Plenum. Wie lange, Moni? Mario sagt 20. 18, um genau zu sein. Hartmut, wie lange brauchst du? So, jetzt wieder hinten. 2 Minuten. 5. Es gibt nur 5er Schritte. Ja. Gut. Ich. Was? Ne, guck mal, 15, dann sieht das besser aus. Ja, 15, das sollte, das sind 15, 20, 30. 40. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf nicht öffentlich? Dann habe ich jetzt 40 Minuten. Nicht öffentliche Teile, weitere Vorgehensweise BGE 15 Minuten, BB 10 Minuten, Veröffentlichung gemäß § 4 der Finanzordnung 5 Minuten, Anwesenheit Plenum 10 Minuten. Spricht sich jemand gegen diese nicht öffentlichen Teile aus? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 1. Wir sind beschlussfähig. Ist auch gut, eine Abstimmung zu machen, bevor man die Beschlussfähigkeit festgestellt hat. Egal. Nicht öffentliche Teile haben wir jetzt gemacht. Sehr gut. Dann kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario. Moin. Letzte Woche oder in der vergangenen Woche, die ja recht kurz war, hatten wir insbesondere durch den Pur Silvester und Simone sehr viel Medienpräsenz, die auch gut gelaufen ist. Wir haben sehr viel positiven Widerhall und das zieht jeweils dann neue nach sich. Und es war die Strategie, das nicht so offensiv zu machen, scheint Erfolg zu haben und jetzt setzen wir es halt fort. Das ist für Simone ein bisschen anstrengender jetzt, weil sie dauernd irgendwelche Anrufe von mir bekommt. Aber das ist ja okay, sie macht das ja gerne. Wir haben unseren Schwerpunkt ja momentan in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben verteilt diese Poster, Flyer und Abstimmkarten zur Verfassungskommission. Das ist nicht immer rund gelaufen, aber letztendlich hatte jeder, der in der Partei, der etwas machen wollte, sowas auch bekommen. Und wir warten jetzt auf den Rücklauf und ich kann euch an dieser Stelle sagen, es kommen tatsächlich Karten zurück. Selbst Karten, die frankiert werden von Menschen und die uns dann ihre 5 Fragen damit senden. Ich bin immer noch fasziniert über die Nordrhein-Westfalen. Hätte ich nicht gedacht.
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass das eine Antwortpostkarte ist. Man muss nicht frankieren. Ja, eben, man muss nicht. Das ist das Besondere. Das mit der Antwortpostkarte hatte ja Frank in epischer Breite nachgefragt. Ja, ich vergesse das nicht. Das vergesse ich ja nicht. Wir haben uns vermehrt über die Gamescom, mit der Gamescom beschäftigt und haben dazu bereits jetzt zwei Treffen gemacht, haben das gestern auch an die Bundespresse weitergegeben. Wer da sein wird von den Abgeordneten, ist freundlich aufgefordert, auch mal in die dort von uns vorhandene Kamera zu lächeln und seine Eindrücke zu schildern. Wir wollen das Ganze auch wieder ein bisschen plastischer machen als nur mit einer Pressemitteilung. Vier Abgeordnete waren auf der Gamescom. Sondern wir wollen jetzt Videos machen, die Leute begleiten. Mein erstes Computerspiel von Dietmar, irgend sowas in die Richtung. der Jugendlandtag kündigt sich immer noch an und er scheint am Horizont. Jugendlandtag, da ist Daniel ist leider nicht da, der da ja ein bisschen mehr gemacht hat. Deshalb bin ich da momentan über den Sachstand nicht vollständig informiert. Das müssen wir die Woche nacharbeiten. Der digitale Kompass wird weiter von Lara bedient. Wir haben letzte Woche den Ablauf dargestellt. Dazu gab es an mich keine Fragen. Lara hat mir auch nicht erzählt, dass es irgendwelche Fragen gab. Das heißt, ich gehe davon aus, dass alle MDL das jetzt auf dem Zettel haben. Was haben wir noch? Fahrscheinfrei läuft auch weiter. Vielleicht Krian ergänzend dazu was? Wir haben am Freitag Abend die Frist, wann die Städte, die acht Städte sind es, Bild einschicken sollen und entsprechend Text, wer die Initiative, wie die Initiative heißt und so weiter und so fort. Und dann werden wir das schön online stellen. Dann werden wir sehen, wer alles teilnimmt. Und nächste Woche können wir dann sozusagen die eingegangenen Bewerbungen bearbeiten. So, das heißt, da sind wir auch im Weg, das begleiten wir dann natürlich auch entsprechend. Bevor ich zum letzten Punkt komme, fürs anstehende Plenum haben wir PMs geplant zu G9, zu TTIP und zu unserem Betriebsprüferantrag. Linus hatte auch noch was gestern Abend, dazu kommt er gleich auf mich zu, ich habe es vergessen. Ansonsten sind wir reaktiv, wenn also irgendwas ist, kommen wir. Und gestern Abend habe ich noch einen Anruf bekommen von Creon, vielleicht sagst du da noch was dazu. Wir hatten einen Antrag letztes Jahr zum Thema, im August, zum Thema NRW braucht ein Landesluftverkehrskonzept. Die Anhörung ist am 31. Mai. Und letzte Woche hat die grüne Fraktion, ist mal aus der wir sagen überhaupt nichts und machen überhaupt nichts ein bisschen ausgeschert und hat ein Positionspapier zum Thema Flughäfen verabschiedet. Dazu habe ich zur Fragestunde, dazu kommen wir nachher noch, eine Frage eingereicht. Die FDP hat eine Aktuelle Stunde eingereicht und deshalb gibt es eine Aktuelle Stunde. Das ist, denke ich mal, ein öffentlichkeitsrelevantes Thema. Das denke ich auch, weil insbesondere da, wo die Erweiterung des Flughafens geplant ist, gibt es ja auch schon Bürgerversammlungen und Informationsprojekte, die machen das mit der Bürgerbeteiligung tatsächlich und informieren sehr frühzeitig darüber. Am Anfang Mai war eine in Ratingen. Unser Ratingen politischer Sprecher. Warst du da? Hast du das mitbekommen? Schade. keine no offense. Aber da war schon etwas und ich weiß nicht, wie die Ausbaupläne genau sind. Das sollten wir mit Verkehrsprojekt oder Bauprojekte in der Größenordnung sind immer interessant für die Öffentlichkeit, weil immer Menschen betroffen sind. Das sollten wir im Auge haben. Und zum Abschluss, der eine oder andere wird E-Mails bekommen haben zu Open Antrag. Wie abgesprochen auch in den letzten zwei Wochen, haben wir das jetzt. Sollen wir es extra tun? Okay, dann komme ich da später nochmal drauf zurück. Das war es erstmal von mir. Fragen? Danke. Anscheinend keine.
Dann kommen wir jetzt zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, wir sind diese Woche mit dem K-Office 5-mal draußen. Wir sind also morgen dann in Buchholz, am Donnerstag sind wir in Mönchengladbach, am Freitag in Meerbusch und am Samstag in Bottrop. Also ein volles Programm. Professor Piroth hat mit seiner Arbeit als Verfahrensbevollmächtigter in der Vorbereitung zur Klage beim Verfassungsgericht mit seiner Arbeit begonnen. Die Beauftragung des Rückkanals, die wir in der letzten Fraktionssitzung beschlossen haben, ist raus. Also eigentlich sollte es möglich sein, dass wir am 21. Juni die erste dezentral organisierte Fraktionssitzung am K-Office haben. Das müsste vom Timing her passen. Hinweis dazu, da wird dann noch eine Satzungsänderung notwendig sein, damit wir das machen können. Dann bin ich im Augenblick dabei, wir brauchen ja, wenn wir jetzt die Befragungen durchführen, natürlich auch neben Meinungsbildern, die wir mal selber befragen können, auch professionelle Befragungen. Da bin ich in Gespräch mit dem Sozialwissenschaftlichen Umfrageinstitut an der Ruhr-Universität. Ziel ist es, dass wir bis November, also ab Juni, jeden Monat eine Befragung, dann aber auch mit 500 Fällen durchführen und eventuell noch eine Parallele dazu. Dazu würde ich allerdings dann noch eine Vorlage erarbeiten. Die kommt dann nach der Sitzungspause, also in der übernächsten Woche. Dann vielleicht noch ein weiterer Hinweis, das müssen wir noch ein bisschen überlegen. Wir sind ja zurzeit auf Facebook, wir sind auf Twitter. Aber es gibt auch Diaspora als ein dezentral organisiertes Netzwerk. Und da sind wir im Augenblick dabei zu überlegen, das auch zu integrieren, weil nicht alle, die piratenaffin sind, nutzen Facebook und Twitter, sondern natürlich auch einige, die sagen, das mache ich nicht, sondern ich nehme zum Beispiel Diaspora. Und das ist eine Möglichkeit, den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist es. Naja, gut. Wir gucken mal. Herr Grumblinger war es, ich habe es rausgefunden. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers? Da kommt ja nachher noch mehr im nicht-öffentlichen Teil. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitsgruppen. Genau, gestern haben die Kernarbeitskreise wieder getagt, Kernarbeitskreis 1 bis 3. In Kernarbeitskreis 1 aktuelles wurde die für heute auf der Frasi stehende Besetzung des Europaausschusses diskutiert, pro con, ob es Sinn macht, den Vorsitz zu stellen oder eben nicht. Als zweites der BGE-Antrag, da kamen Fragen auf, wo wir im Verfahren sind, das wird sicherlich an anderer Stelle nochmal beantwortet werden. Das war der Wunsch vieler anwesender Referenten, da ein bisschen Klarheit über eine Strategie zum Beispiel. Im Kernarbeitskreis 2 wurde der Integrationsplan besprochen, weitestgehend hinsichtlich der Absprachen, der Sachverständigengespräche, dass die Informationen bei Strocki und bei Marie zusammenlaufen, also alles eher als Grundsatzdiskussion. Und im letzten Kernarbeitskreis wurde das Thema Digitalisierung im Sport besprochen. Das war's. Erstens haben wir zwei ganz hervorragende Anträge diese Woche mit G8, G9 und den Betriebsprüferantrag, kommen genau zur rechten Zeit. Das kann man ja auch mal erwähnen. Zweitens haben wir uns in der Referentenrunde auch sondern positiv darüber geäußert, dass es eigentlich ziemlich gut gelungen ist, uns jetzt doch zu positionieren zu den Ergebnissen aus dem PUA Silvester, weil wir mit sachlicher Vorarbeit dabei geblieben sind, fragt jetzt die Presse offensichtlich nach, so hat Mario das berichtet. Und wir hatten das ja in der Vorwoche ein bisschen kritisiert, deshalb alles gut, alles super. Man kann ja auch mal Kritik üben und dann wird man eines Besseren belehrt und stellt fest, dass alles ganz toll läuft. Und nur eine Anmerkung am Rande, der eine oder andere hat es mitgekriegt, auch das hatten wir kurz angesprochen, dass eines unserer Vorstandsmitglieder, das jüngste Mitglied im Vorstand, sich ein bisschen unglücklich geäußert hat. Bitte? Parteivorstand, Entschuldigung, uns war jetzt parteibezogen, also ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber ich muss es auch nicht wiederholen, einen unglücklichen Vergleich mit Idomeni
Und er hat sich dafür aber entschuldigt und ich habe auch mit Pakima gesprochen. Es war schon sehr deutlich, auch die Kritik, die da geäußert wurde. Es ist also nicht so ignoriert worden, wie man vielleicht befürchten könnte. Und ich hoffe, es geht, er lernt was draus. Ich sage das jetzt mal so ganz offen. Danke, das war's. Alles gut, ich wollte nicht mit vollem Mund sprechen. Gut, gibt es Fragen, Rückfragen, Anmerkungen, Ideen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 5. Beauftragung der Sprecherfunktion für den Fachbereich Pflege. Ich glaube, der Olaf möchte was dazu sagen. Wir haben den beim letzten Mal geschoben, weil Daniel nicht da ist. Was tun wir nun? Die Situation ist die gleiche. Langsam wird es mir allerdings auch auf der anderen Seite gut. Ich hatte jetzt gar nicht dran gedacht, okay, fangen wir vorne an. Ich hatte jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass er nicht draufsteht. Ich hatte das letzte Mal geschoben, weil ich es irgendwie, finde ich schon, es hat ein komisches Geschmäckle, wenn man jetzt eine Wahl initiiert oder eine Wahl jetzt veranstaltet, wo jemand de facto abgewählt wird, der nicht anwesend ist. Jetzt ist es aber schon die zweite Woche, wo Daniel nicht anwesend ist. Ich bin an der Stelle jetzt allerdings auch ein bisschen gespalten, weil das Geschmäckle geht nicht weg und trotzdem sollte es langsam passieren. Aber zurzeit mache ich die Arbeit und damit ist auch okay. Und wenn die Pressestelle weiß, dass ich bei Pflege anzurufen bin oder nachzufragen bin, dann ist die Sache auch soweit erstmal in Ordnung für mich. Ja, so. Und dann können wir einfach warten und dann brauchst du das auch erst dann wieder aufrufen, wenn Daniel dann da ist beim nächsten Mal. Gut, das heißt, schieben ohne Votum. Das wäre dann raus, also einfach vertagen. Also nicht schieben, nicht ohne Votum, schieben. Vertagen. Wichtig, nicht ohne Votum, schieben. Gut, dann schieben wir das nochmal, es sei denn, es regt sich jetzt Widerstand gegen dieses Vorgehen. Mario hat genickt, Olaf weiß Bescheid, dann soll das so sein. Dann kommen wir jetzt zu Top 6, Vorbereitung der Plenarsitzung 11., 12., 13. Mai. Ich schiebe dir mal eben hier die Taste hin. Ich brauche jetzt mehr Mausplatz. So, unsere Anträge, unsere fünf eingegangenen Anträge stehen da. Ein neuer ist dabei, genau, der ist gestern dazugekommen, ihr habt die Mail bekommen, das ist der Antrag zum Brexit, der gemeinsame von allen Fraktionen, inklusive sehr aufschlussreicher Entstehungsgeschichte, fand ich gut, dass man das so nachvollziehen konnte, fand ich super. Gut, kommen wir zur Tagesordnung. Versionskontrolle. Ja, so sah es aus. Kommen wir zum Plenarpad. Mittwoch, erstens aktuelle Stunde, Luftverkehrsstandort Nordrhein-Westfalen braucht verlässliche Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung. Das habe ich schon mal gehört, nur anders. Referent und Redner steht da, Zielrichtung und Statement fehlt noch, Olli. Ist aber, ja, da steht jetzt auch nicht Statement drunter, fragen wir nicht warum. Nee, weil es nirgendwo mehr steht, ist egal. Zweitens. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, VSG NRW. Rednerabstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir dort stehen, aber keinen Referenten. Das ist halt so. Gut. Drittens, Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Forschung und Entwicklung statt Kaufprämien für Elektroautos. Referent, Rednerabstimmungsempfehlung, Zielrichtung steht da. Viertens, G9 jetzt. Die Landesregierung muss den Willen der Menschen in Nordrhein-Westfalen endlich ernst nehmen. Unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. Steht da mit einer Nachfrage von Dietmar, wie viel Prozent der repräsentativ Befragten wollten auch G9? Ja, hast du die Zahl, dann sag sie. Ich frage mal zurück, was meinst du? Eltern, Lehrer, Rektoren, soll ich dir das jetzt in der Tabelle aufschlüsseln? Also von den Eltern waren es 79%, die gesagt haben, wir wollen zurück zu
G9. Und wenn die Rohdaten da sind, glaube ich, wird das noch deutlicher. Ja, das war ja nur die PO-Box, das ist ja egal. Ja, bei den Rektoren werden es nicht 80% sein, da bin ich mir relativ sicher. Doch, auch bei den Rektoren sind es auch um die 80%. Da bin ich mir relativ sicher. So, gut. Ja, haben wir. Bei den Eltern sind es 79%, bei den Rektoren auch so um die 80. Die Rohdaten sind noch nicht da. Das habe ich jetzt Monis Wortbeitrag entnommen. Fünftens. Also ihr sagt immer, wenn es noch was zu dem Antrag zu sagen gibt, aber viel steht ja auch schon hier. So, fünftens, nachhaltige Wohnungspolitik für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, Referentredner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung drin. Sechstens, auf... Ja, zu sechstens. Ich bin jetzt gerade maximal irritiert, weil ich hatte eigentlich gesagt, dass... Nummer 6, ja, was ist, das geht in den Kommunalausschuss, das heißt, da hätte ich mir jemand von den Kommunalen gewünscht, umgekehrt, Flüchtlingsaufnahmegesetz wäre eher mein Thema, das wäre ja auf dem letzten Plenum schon mein Thema gewesen. Und jetzt sehe ich aber auch gerade das, was Marie jetzt an Stichpunkten schon vorbereitet hat, ist zu 6, also mein Wunsch wäre einfach, dass jemand von den Kommunalen 6 macht und ich mache dann die 8 mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst sage, aber ich war gestern etwas beschäftigt. Ja, genau. Das war der Punkt der Überlegung. Ich habe gestern auch nochmal mich inhaltlich damit beschäftigt. Ich habe auch nochmal mit Marie gesprochen. Denn es ist so, dass das Wort in dem Fall mit der Flüchtlingsaufnahme, dass es tatsächlich eher ein rein kommunales Thema ist. Ja. Auch von der finanziellen Ausrichtung her. Und der Nico Michaelis hatte das gestern eigentlich dann auch so mitgenommen. Empfehlung aus der Referentenrunde war auch dahingehend, dass wir mehr oder weniger überlegen, halt jemanden aus der kommunalen Ebene dann genau dort für diesen einen Punkt sprechen zu lassen. Nur so als Hinweis. Ja gut, ich gehe eigentlich davon aus, wenn das da schon so ausgeführt ist, mit Referenten und allem drum und dran, dass das abgestimmt ist. Das ist, wie gesagt, weil deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt und dachte, Thema Flüchtlinge, okay. Mein Fehler in dem Sinne, dass ich es einfach nur gestern Morgen mit fliegenden Fahnen delegiert habe und das ist dann eben wohl falsch angekommen. Aber Kommunikation ist ja immer was Wunderbares. Ja gut, das war ja auch schon letzte Woche so drin, aber Flüchtlingsaufnahmegesetz habe ich jetzt die ganze Zeit im Ausschuss bespielt. Da hat es keine Mitwirkung gegeben vom Referat. Also insofern dann mach es. Ist okay. Dann mach du Flüchtlingsaufnahmegesetz und ich gucke jetzt eben... was. Nee, wir können uns da gleich nochmal abstimmen. Es kommt jetzt halt nur gerade ein bisschen auf einmal. Dann schlage ich vor, dass Frank und ich uns bezüglich dieser beiden Tagesordnungspunkte heute im Laufe des Tages noch final abstimmen. Ja. Danke. Nur für mich, damit ich das verstehe, Punkt 5 und 6 hängen quasi... weil du bei 5... Es geht in beiden um Flüchtlinge, aber das eine ist Flüchtlingsaufnahme in den Kommunen, das andere ist dieses Flüchtlingsaufnahmegesetz, ja. Genau. Und weil er jetzt, ja. Okay, du hast ja gesagt, dass du sehr verwirrt bist, jetzt hast du mich sehr verwirrt, weil wir waren noch bei Punkt 5 und du hast plötzlich gesagt, halt, stopp, und hast dann plötzlich über Punkt 6 geredet. Okay. Gut, über... Nein, tu es nicht, bitte. Na, sag, komm, los. Dann frag wegen Punkt 5. Vielen Dank. Der Kommentar, den wir selber bei der Zielrichtung haben, mit dem Au Mann geht's noch, lässt sich das kurz erläutern? Ich weiß nicht, von wem der jetzt ist. Nur im... deswegen, dass wir da vielleicht kurz drüber reden. Ich würde sagen, dass... vielleicht alle Kommentare, die nicht mit Namen gekennzeichnet sind, einfach rausschmeißen. Der Olli kann ja was dazu sagen. Ich habe eine Vermutung, von wem dieser Kommentar kommt. Olli, kannst du was sagen zu dem Kommentar zu 5?
Entschuldigung, welche Frage geht's? Also, wir haben bei Top 5 einen relativ großen Block, der beginnt mit, au Mann, geht's noch. Ja, ja, das ist schon ein richtiger Kommentar zum Antrag. Auch wenn da au Mann, geht's noch am Anfang steht. Also von mir ist das lilane Teil und der restliche Teil ist wohl von unserem Wohnungsreferenten, auch wenn das nicht beigeschrieben hat. Und schon die gleiche Farbe. Und ach, der trägt immer selber ein. Bis auf das au Mann, geht's noch am Anfang steht der Kommentar. Der widerspricht ja meinem Lilan nicht, der ist ja genau das gleiche wie mein Lilan, nur etwas ausführlicher. Alles in Ordnung. Okay, dann nehmen. Ich war deshalb etwas verwirrt. Nehmen wir doch bitte einfach mit, wenn Referenten da Kommentare reinschreiben, dass sie einfach ihren Namen kurz dahinter tackern, damit man weiß, von wem was ist, weil die Farben sind halt irgendwann. Für jeden. Ja. Schall und Rauch. Ich rätsel auch manchmal. Ich gebe mal ein Beispiel, wo ich gerade nach oben gucke. Bei Top 3 schreibt gerade jemand. Da haben wir drei verschiedene Farben und keiner weiß, wo ich. Also bei Olli weiß ich es. Olli hat es dabei geschrieben. Nixus hat es auch dabei geschrieben. Ah, okay. Sehr gut, vielen Dank. Und ich gehe davon aus, dass das Rote wieder von Stefan ist, aber es ist halt dann manchmal verwirrend. Gerade wenn Diskussionen entstehen, sollte man wissen, von wem was kommt. Gut. Noch was zu 5 oder? Gut, dann kommen wir jetzt zu 6. Über 6 haben wir schon geredet. Referent Abstimmungsempfehlung Zielrichtung steht da über die Redner und auch eigentlich über die Referenten wird es gleich noch ein Gespräch geben mit Simone und Frank. 7. Die Möglichkeiten des Jagdrechts nutzen, Verbreitungsgebiete für Wölfe festlegen. Ich habe gestern noch gelesen, der Wolf wird wieder heimisch. Moment, Referent haben wir, Redner haben wir, Abstimmungsempfehlung haben wir, Zielrichtung. Zielrichtung finde ich auch gut. Also wir stellen Kevin Lindner und Chantal Busen mit roten Käppchen an die Wegkreuzung und die sagen dann den Wölfen, wo sie längst sollen. Du hast dich nicht gemeldet. Bist nicht. Gut, Grumpy. Nach Danebots Freiwilligen als Redner, dazu wollte ich noch sagen, also nach dem Weihnachtsbaumantrag und einigen anderen wunderbaren Beispielen möchte ich nur sagen, ich würde mal gerne sehen, wie jemand versucht, einem Wolf irgendwas mit einer Residenzpflicht zu erklären. Von daher. Problemwölfe, ne? Grumpy, der Antrag ist von der FDP, das regelt die unsichtbare Hand des Marktes. Tatsächlich stimmt das in diesem Fall. Man könnte Verbreitungsgebiete für die FDP festlegen. Gut, gibt es noch was zu Punkt 7? Gut, dann Punkt 8 haben wir gerade schon ganz kurz angesprochen. Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Verbindung mit... Kommunen dürfen nicht auf Flüchtlingskosten sitzen bleiben, Landesregierung muss eine Kurskorrektur bei der Flüchtlingspauschale vornehmen und einem Entschließungsantrag der FDP, der keinen Titel hat. Ein Entschließungsantrag zum Antrag der CDU ist. Und die wir auch beide ablehnen werden. Gut. Kein Referent. Frank redet. Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Zielrichtung steht dabei. Simone, bitteschön. Wir hatten ja gerade gesagt, dass Frank und ich uns im Laufe des Tages bezüglich dieser beiden Anträge noch abstimmen werden. Das ist 6 und 8. Ach, da geht es auch um die Abstimmungsempfehlung. Ich dachte nur, wer redet. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Tut mir leid. Ja, weil du gerade gesagt hast, dass Frank redet. Und das sind ja die beiden Tagesordnungspunkte, okay. Wo wir uns darüber aussprechen. Simone. So, ich habe es dabei geschrieben. Alles gut. Danke. Gut, weitere Anmerkungen? Toso. Aktuell finden in den Kommunen ja mal wieder Haushaltsberatungen statt und es ist unsäglich, dass die unvorbereitete Verwaltungs- oder das unvorbereitete Politikversagen hier in Nordrhein-Westfalen jetzt dazu genutzt wird, den Flüchtlingen die Schuld für jahrzehntelanges Missmanagement in den Kommunen aufs Auge zu drücken. Die Flüchtlinge, geflüchteten Menschen sind jetzt schuld an den Schulden, die die Kommunen haben. Das sind Aussagen der CDU aus den kommunalen Haushaltsberatungen. Das ist widerwärtig erschreckend. Oh, ich habe mich ausgemacht. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen zu dem
Nein, das ist nicht so. Dann kommen wir zu Top 9. Steuergerechtigkeit herstellen, Taten statt Worte, mehr Betriebsprüfer. Jetzt unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 10. Null Toleranz gegenüber Sabotageakten und Anschlägen auf Tagebaue. Landesregierung muss klares Signal setzen. Da setzen wir ein relativ unklares Signal, um das mal so zu sagen. Unsere Redner Dirk, Fragezeichen, Frank, durchgestrichen, Kai, Fragezeichen, Danebaut, Joachim, Anmerkung, es geht in den Wirtschaftsausschuss, dann schreibt das doch einer, ja, es geht federführend in innen, ich habe falsch geschaut, sorry. Wer redet? Hä? Okay, dann. Da stehen 5 mögliche Redner. Nixus. Ja, meine Empfehlung ist... Ja, ist ganz klar, in dem Falle Dannebaut reden zu lassen. Wir hatten eine ähnliche Thematik schon mal im Innenausschuss, wo Dannebaut auch sehr guten Auftritt hatte, der dann auch in der Presse war. Und ich würde auch die Rede dazu schreiben, das ist kein Problem. Also ich habe das jetzt erst ergänzt. Wenn er bereit ist, dann glaube ich, ist das genau der Richtige. Frank D'Antoso. Ja, würde ich auch empfehlen, wenn er will. Also wir haben das erstmal automatisch hingeschrieben, wegen innen. Und ne? Ja. Ich habe nur eine Frage an den PGF und unser Streaming-Team. Wie kriegen wir denn die Rede jetzt aus dem besetzten Braunkohlebagger gestreamt hier in den Landtag? UMTS ist schnell inzwischen. Auch im Braunkohletagebau. LTE, wenn man Glück hat. Ja, Freifunk. Aber nicht im Braunkohletagebau, da hast du noch UMTS, egal. Braunkohlebagger mit Freifunk. Gut. Darf ich dann dazu aufrufen, nach dem Plenum mit mir in die Lausitz zu fahren, zu Ende Gelände da in diesem Jahr. Da mache ich nämlich parlamentarische Beobachtung. Ab Donnerstag Nachmittag fahre ich los und ab Freitag bin ich dann in der Lausitz. Ja, ich habe meine Kamera und mein Fernglas mit. Ja. Ja, ich hoffe, dass sich ganz viele anschließen, um wegen der Vögel in die Lausitz zu fahren. Ich würde nur auf eins hinweisen, draußen ist gerade eine Demonstration des Landesverbandes für erneuerbare Energien. Und ich hatte Dannebaut eben gebeten, da gleich mal hinzugehen zum Fototermin. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich habe eben, bitte, um 11, genau, ich habe eben mit dem Herrn Dobertin gesprochen. Der hat ausdrücklich unseren diesbezüglichen Antrag gelobt. Das fand ich sehr angenehm, auch mal die Rückkopplung zu bekommen. Am 1. Juni gibt es eine Anhörung zum Antrag, den wir pro Bürgerenergie gemacht haben. Man sieht, wenn man mit den Leuten redet, die nehmen durchaus wahr, was wir hier machen, die von den Verbänden, auf deren Linie wir auch sind. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, auch einen Abgeordneten da mal rauszuschicken. Das habe ich eben gemacht. Ja, nur deshalb entschuldige ich vorab, dass der gleich abhaut hier. Gut. Wenn es zu dem Thema keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommen wir zu Top 11. Kritik am Entwurf des Landesentwicklungsplans ernst nehmen, wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen, ein FDP-Antrag. Grumpy. Auch hier habe ich eine Nachfrage. Ist gewünscht, dass es ein reiner Wirtschaftsentwicklungsplan werden soll? Wenn es immer noch keiner sei, dann würde ich die Referate bitten, dies dann zukünftig klarer zu formulieren. Da steht, der Landesentwicklungsplan ist kein reiner Wirtschaftsentwicklungsplan, immer noch nicht. Sollte dies ironisch gemeint sein, kann man das so nicht verstehen. Also ich finde, unsere Zielrichtung wird damit nicht klar. Es soll in meinen Augen besser erklärt werden, was unsere Zielrichtung ist. Gut, ich kann leider nicht sagen, wer es geschrieben hat, da niemand einen Namen dahinter oder davor getackert hat. Von daher, Joachim, nimmst du mal mit. Nee, Olli redet. Nimmst du mal mit. Gut. Gut. Top 12. Fragestunde. Der Oliver hat Fragen eingereicht. Möchtest du was dazu sagen, kurz, Olli? Ja, ich bitte, auch wenn ihr das letzte Mal schon in der Fragestunde da sein musstet, um Anwesenheit zur Fragestunde. Ich habe eine schöne Frage zum Thema Flughäfen bzw. vor allem Flughafen Düsseldorf eingereicht. Und dafür wird es sicherlich ein paar schöne Rückfragen geben an den Minister, gerade wo wir ja dann vorher schon in der Aktuellen Stunde vielleicht noch ein bisschen mehr Input auch für die Fragestunde haben. Moni? Ja. Eine Frage von der FDP.
vorher dran, das sollte aber normalerweise reichen. Zwei Fragen sind ja meistens dran, wenn ich nach meinen Erfahrungen. Theoretisch, ja. Wenn der Witze die Frage vorher. Dann nicht. Gut. Kommen wir zu Top 13. Gesetz zur Änderung des Umweltinformationsgesetzes NRW ist eine Einbringung. Referent Abstimmungsempfehlung Zielrichtung. Zielrichtung heißt, wir prüfen das, da kommt dann sicherlich noch mehr. 14. Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und zur Änderung des Landeszustellungsgesetzes. Kein Referent, ja zur Überweisung, gut, das hätte ich mir denken können. Gibt es da eine Zielrichtung zu oder machen wir das erst bei der zweiten Lesung? Gut, muss noch geprüft werden. Ich meine, das kommt ja zurück, von daher. Meh, grumpy. Gut. 15. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit einem Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Zielrichtung etwas dünn finde für die zweite Lesung von einem Gesetz, aber ich gebe dir das mal so mit, Olli. Tut mir leid, es trifft gerade immer dich, aber... Das hängt nur an der Quantität. Hängt nur an der Quantität. So, 16. Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes und weiterer landeswahlrechtlicher Vorschriften. Landeswahlrechtsänderungsgesetz. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung, Referent, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir da. Jetzt weiß ich gar nicht, das müsste. Zweite. Ohne. Muss er eben nachgucken, was das für einen Status hat, das ganze Ding. Ich weiß nicht, ob wir da nur in der Obleuterrunde drüber geredet haben oder ob wir das tatsächlich schon im Ausschuss hatten, weil das wirklich unkritisch ist. Zweite Lesung, Beratungsverfahren, Block 1. Gut, dann rede ich da. Da ich das... Top 16. Das ist zweite Lesung. Genau. Dasselbe kann man eigentlich nochmal sagen, weil das ist wirklich so ein unkritisches Gedöns. Dann kommen wir zu 17. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wo sind wir? Da, 17. Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2014 auf Antrag des Finanzministeriums. Da gibt es eine Abstimmungsempfehlung, sich zu enthalten. Und ein Referent und eine Zielrichtung haben wir auch. 18. Wahl der Mitglieder des Ordnungspolitischen Beirats der Westdeutschen Spielbanken GmbH und Co. KG. Ein Wahlvorschlag von Rot, Schwarz, Grün und Gelb. Warum wir nicht? Okay, habe ich gerade nicht. Das wäre gut. Dietmar, sag mal eben für den Stream einen Satz dazu. Es ging um die verschiedenen Besetzungsverfahren und Besetzungsmodelle bzw. Berechnungsmodelle der Verteilung von Posten innerhalb verschiedene. De Hond, was haben wir noch? Ja, also verschiedene Berechnungsmodelle jedenfalls, nach denen allen wir jedenfalls nicht zu berücksichtigen sind für diese Position. Ja, ich erinnere mich. Alles klar. Das ist so. Deshalb hat das Gremium die Größe, die es hat. 15 wahrscheinlich. Dies war zugeflüstert von Thorsten. Gut. Nee, 11. 10? Egal. Ich glaube, ab 12. 19. Bei 19 haben wir 2. Genau. Aber wir haben ja nicht einen, von daher. Es müssten 10 sein, ab 11 hätten wir auch einen Wahlvorschlag, aber ja.
Da gibt es keinen Referenten, keine Abstimmungsempfehlung zu. Gibt es Vorschläge zur Abstimmungsempfehlung? Also ich mache mal einen Vorschlag, ich würde mich enthalten. Ja, klar. Weil ich alles nicht vorgestellt habe. Das wäre bei so vielen etwas schwierig. Nö. Grumpy. In dem Fall geht es ja um eine Personalie. Die Dokumentnummer 11909 ist momentan auch nicht im Intranet des Landtags abrufbar. Demzufolge nach ich als PG nicht weiß, wer eigentlich der Kandidat ist, sodass ich mich selber noch nicht einmal von außen her darüber informieren kann. Von daher würde ich mich von vornherein an dieser Stelle enthalten, unabhängig von allen anderen Geschichten. Okay, ich muss, ja, dann erst du, Tuso. Wird denn zur Wahl gesagt, wer es ist, oder an welcher Stelle wird das jetzt? Ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr so lange hin. Ich möchte Frank da zitieren, kriegt das Stichwort geheime Wahl eine ganz andere Bedeutung. An der Stelle ist auch nicht viel mit enthalten, finde ich. An der Stelle kann man nur ablehnen. Was ist das für eine Kackscheiße? Also, muss ich denn jetzt auch sagen, mir war nicht klar, ich habe es jetzt auch gerade erst gesehen, dass das Dokument gar nicht vorhanden ist. Also, das mit dem Vertrauen. Genau. Das sind alles Überraschungskandidaten. Also meint ihr, warum der Fall mal zurückgetreten ist? Der hat einen neuen Plan. Okay. Da es dazu anscheinend keinen Referent gibt und niemand, der so richtig Zustimmung... Ich bin sicher, dass Witzel von der FDP da reingeht. Das kann gut sein. 100%. Würde ich jetzt ein Meinungsbild abfragen, ob wir uns, also Zustimmung habe ich jetzt nicht gehört, ob wir uns enthalten sollen oder ob wir das dann ablehnen in dem Fall, damit wir eine Abstimmungsempfehlung zumindest dieser Runde haben und dann kann sich ja jeder nochmal überlegen, ob er mit den Namen dann einverstanden ist, wenn die Liste als Tischvorlage kommt. Frank. Nur eine Rückfrage, weil wir ja nicht daran beteiligt sind, an dem Wahlvorschlag und so weiter. Was hätten wir für eine Begründung zur Ablehnung? Dass wir nicht wissen, wen wir da wählen. Wir brauchen ja auch keinen zu wählen, wir können es ja enthalten. Also nein. Das ist ein Wahlvorschlag und das Plenum wählt. Wir wählen mit. Wir schlagen keinen vor, aber wir wählen mit. Wir werden zur Abstimmung wissen, wer da steht. Ja. Also lehnen wir ab, weil wir es vorher nicht gewusst haben. Das meine ich jetzt. Was ist der Grund? Das ist morgen, Frank. Ich wollte das jetzt nicht verkomplizieren, aber zum Wahlzeitpunkt werden wir ja wissen, wer es ist. Und dann frage ich halt, was ist jetzt der Grund für die Ablehnung? Also insofern, ich glaube, sinnvoll ist die Enthaltung an der Stelle. Das ist irgendwie doof und von dem Falschen. Das ist natürlich... Nee. Das ganze Verfahren ist blöd. Vor allen Dingen, dass wir da nicht beteiligt sind und so weiter. Keine Frage. Ja, aber da jetzt etwas draus zu machen, da kommt eine Wortmeldung. Ist mir an der Stelle übrigens völlig Wumpe, welche der Fraktionen hier beteiligt sind. Im Endeffekt wählen wir da ja öffentlich und der Öffentlichkeit ist diese Nummer völlig unbekannt. Selbst wir als kleines Rädchen hier im Getriebe haben da keine Informationen drüber. Draußen hat da überhaupt niemand Informationen drüber. Und das ist ein Spiel, was wir einfach nicht mitspielen. Das wollten wir nie mitspielen. Und ich für meinen Part kann sagen, ich werde das auch nicht mitspielen. Und nein, morgen ist zu spät. Das ist der selbst heute zu spät. Das ist eine Unverfrorenheit einfach. Das ist diese Nummer hier, fresst, wir haben da schon alles richtig gemacht. Das geht einfach nicht. Frage. Also, ich frage mal folgendes Meinungsbild ab. Ja-Nein-Frage. Wer ist dafür, dass wir uns morgen bei dieser Abstimmung zu Top 18 enthalten? Das sind 5. Wer ist dafür, dass wir morgen diesen Wahlvorschlag ablehnen, aufgrund dessen, was Herr Toso gerade erzählt hat oder anderen Gründen? Das sind auch 5. Ja, deswegen sind es ja 5. Zählen Stefan natürlich mit. Wir sehen, es gibt keine Abstimmungsempfehlung. Wer möchte denn dafür stimmen? Ich, egal wer es ist. Ich habe mich tatsächlich nicht gemeldet.
Gut, also da es da keine Abstimmungsempfehlung gibt, wir kennen das, ne? Hier ist der Fraktionszwang jetzt aufgehoben. Ihr dürft abstimmen, wie ihr wollt. Bitte. Gern geschehen. Ja, gut, halten wir uns nicht länger mit diesem ordnungspolitischen irgendwas auf. Kommen wir zu 19 in den Ausschüssen erledigte Anträge, 20 Beschlüsse zu Petitionen. Das war der Mittwoch. Donnerstag, jetzt fängt es wieder spannender an. 12. Mai. Erstens, aktuelle Stunde. Gewalt gegen Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen nimmt unter rot-grüner Verantwortung weiter zu. Wann stellt die Landesregierung endlich konkrete Gegenmaßnahmen vor? Ein CDU-Antrag, überraschenderweise. Kein Referent. Redner haben wir, Zielrichtung fehlt. Wer von euch redet? Beide. Ich denke, wir reden beide dazu. Über Bodycams. Gleichzeitig? Nee, nacheinander. Eine Zielrichtung bei einer aktuellen Stunde, wir müssen ja da nicht abstimmen, aber die Zielrichtung ist, keine Panikmache, den Polizeibeamten geht es gut. Ich weiß nicht, was jetzt gerade die CDU wieder da Gutes tun muss für die Polizei. Also es ist, wenn man die Beleidigungen rausrechnet, Sie reden hier von 14.000 angegriffenen Polizeibeamten im Jahr, wenn die Beleidigungen rausrechnet, bleiben noch knapp 500 übrig. Also man kann halt Angriff so und so definieren. Ich denke, wir werden eine lustige Rede haben. Wo aber die CDU recht hat, muss man schon sagen, es gibt die Woche des Respekts, nicht die Woche, auch die, doch als Woche des Respekts hat es angekündigt, die Landesregierung im Koalitionsvertrag der Polizei gegenüber. Anfang der Legislaturperiode, und das hat sie bis heute nicht gemacht. Also das ist schon ein Versprechen, was den Beamten gegeben wurde und was bis jetzt nicht eingelöst ist. Ob sie das jetzt bis kurz vor der Wahl aufheben wollen und sich dann irgendwie präsentieren wollen, ich weiß es nicht. Das kritisiert die CDU zu Recht, aber daraus jetzt eine Aktuelle Stunde zu machen, ist, nee, das passt irgendwie nicht. Eine Woche in der Legislaturperiode. Also Sache ist ganz klar, egal ob es Beleidigungen oder wirklich körperliche, tätliche Angriffe sind, das ist immer Käse. Das ist allen Menschen gegenüber Käse. Frank? Der Fernseher geht nicht, möchte das Telefon sagen. Er will nur Zeit schinden, das ist hier 92. Minute. Welcher Praktikant muss heute unseren Stream gucken? Also ich glaube, die Spannung ist so hoch. Ich kann meinen Wortbeitrag gerne zurückstellen, Frank. Okay, das war ein Hinweis aus dem Maschinenraum. Es ist leider ein größerer Defekt, der dafür die Ursache trägt, dass die Monitore nicht funktionieren. Das heißt, wir werden also die ganze Fraktionssitzung darauf verzichten müssen. So, okay, liebe Aufzeichnungen, liebes Car-Office, weil ihr das vorhin nicht mitbekommen habt, unsere Monitore, die hier in der Mitte stehen, funktionieren nicht und deswegen können wir unsere Tagesordnung nicht wie sonst gewohnt allen zeigen und haben vorhin die Technik angerufen, die sich jetzt gemeldet hat. So. Gut, also. Nee, eigentlich nicht. Angriffe, Respektlosigkeiten, Beleidigungen gegenüber jedem Menschen sind Käse. Die Polizei als Gewaltmonopol steht da natürlich besonders im Feuer. Sind aber da tatsächlich nicht alleine. Wenn ich mir zum Beispiel die Zahlen anschaue bei Begleitern in der Deutschen Bahn oder überhaupt im Bahnverkehr oder im ÖPNV, da sieht es teilweise noch viel, viel schlechter aus. Wir brauchen da ein umfassendes Konzept, aber halt ein Konzept, was eben nicht darauf abhebt, jetzt einfach nur einzelne Beamte da zu idealisieren und quasi unangreifbar zu machen und vor allen Dingen in jeder Form vor Kritik zu bewahren. Weil manche dieser Respektlosigkeiten geschehen tatsächlich nicht ohne Grund.
Und an der Stelle muss die Polizei vielleicht auch mal ihre Hausaufgaben machen und ein wenig mehr Kritikfähigkeit zeigen. Bitte? Deshalb sage ich es hier, Dietmar. Na? Diese Kritikfähigkeit müssen sich halt alle Seiten gefallen lassen. Und nein, diese Respektlosigkeiten und egal, ob es tätliche Angriffe oder Beleidigungen sind, gehen einfach gar nicht. Gut. Die Reihenfolge würfelt ihr noch aus? Perfetto. Jetzt muss ich wieder in das richtige Pad kommen hier. Da sind wir. So, und vielleicht noch zwei, drei Sätze dieser Diskussion in. Sehr gut. So, Top 2. Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung. Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Die Landesregierung kam mit einem Gesetzentwurf und eine in Verbindung damit ein Antrag der Fraktion CDU/FDP. Kita-Kollaps verhindern. Landesregierung muss endlich handeln. So. Zwei Referenten, zwei Redner. Jetzt weiß ich gerade nicht und gucke das eben nach. Das ist erste Lesung Block 1. Da redet wahrscheinlich nur einer. Olaf, wer von euch wird es sein? Ja, so wie es aussieht. Erstmal hatte der Daniel sich eingeschrieben. Sehr wahrscheinlich werde ich es jetzt wohl sein, weil er wohl heute auch krank ist. Und ich nehme an, dass er auch morgen und übermorgen noch krank ist. Wie hat er geschrieben? Bis morgen. Bis morgen. Zwinker. Dann klären wir es noch. Also gut. Dann kann ich da jetzt noch nichts Verbindliches zu sagen. Gut. Ihr wisst, wohin ihr das melden müsst. Top 3. Investitionen aus dem europäischen Investitionsplan für Nordrhein-Westfalen erschließen. Landesregierung muss endlich handeln. Ein Block-2-Antrag. Puh. Referentredner, Abstimmungsempfehlung. Zielrichtung ist da. Die Zielrichtung ist allerdings etwas dünn. Dietmar möchte nochmal zu Top 2 zurück. Dann kommen wir nochmal zu Top 2 zurück. Ich spreche jetzt gegen niemanden und schon gar nicht gegen jemanden, der nicht da ist. Aber ich finde es ehrlich gesagt respektlos, auch den anwesenden Fachpolitikern gegenüber, sich dazu nicht eindeutig eingelassen zu haben. Wenn Olaf dazu reden möchte und sich darauf vorbereiten muss, egal wie und wann das stattfindet, finde ich, dass Olaf dazu reden sollte. Und da bedarf es meines Erachtens nicht nur einer weitergehenden Abstimmung mit jemandem, der nicht da ist und der sich dann, wenn wir nämlich die Plenarsitzung hier vorbereiten, nicht dazu äußert. Ganz einfach. So kann das nicht funktionieren, Leute. Krank ist krank, ist krank, ist krank. Ja, sorry, aber dann kann er wenigstens mitteilen, schriftlich mitteilen, ob er dazu reden will oder nicht, oder sich dann irgendeiner... Von krank ist überhaupt nicht die Rede. Das muss ich mal ganz klar sagen. Es ist also mittlerweile Standard, dass hier bestimmte Leute einfach nicht kommen und einfach mitteilen, ich bin nicht da. Ja, das finde ich auch. Ich sehe dazu... Ja, das sehe ich auch. Also, Olaf, Daniel, klären das. Dann jetzt zu Top 3. Der Tom hatte sich gemeldet. Ja, ist einfach, war keine Zeit bei Linus und mir zu viel. Müssen nur noch absprechen, das ist halt ein Top 2, weil da irgendwelche Verantwortlichkeiten vermeintlich der Landesregierung auferlegt werden, dass sie irgendwelche Sachen nicht gemacht haben sollen. Grundsätzlich irgendwas zwischen Ablehnung und Enthaltung. Grundsätzlich gibt es diesen Investitionsplan, der allerdings 10.000 Mal gehebelt ist, also extrem viele Luftbuchungen sind. Ob man da wirklich so viel abrufen kann, ist die Frage. Da müssen wir uns noch abstimmen. Wir machen eine 50-50-Rede, 50 Europa, 50 die landespolitische oder landesseitige Umsetzung. Und dann wird es da zeitnah aber mit eine Empfehlung geben. Und die Rede für Joachim wird auch schon vorbereitet. Ist einfach nur der Zeit... und des Arbeitspensums geschuldet, dass das jetzt noch nicht passiert ist. Toso. Ich habe noch eine Rückfrage. Ist das diese Luftnummer, wo in Europa angeblich 315 Milliarden Euro bereitstellt? Das war das Erste, was er nach Einsätzen gemacht hat. Das sind quasi die größte
teils Umschichtung von schon bestehenden Eurofonds. Also wurde einfach dann ein eigener neuer Anteil, der aber minimal ist. Irgendwas sind nur 15 Millionen wirklich selber. Genau. Und der Rest ist eine 7,89 Hebelung durch Investitionen, die dann mit privatem Engagement weitergeführt werden. Also grundsätzlich ist es eh kritisch. Das Instrument ist sehr politisch, weil es das erste ist, was Juncker nach seiner Amtsantritt gemacht hat, und darum natürlich ist es sinnvoll, wenn da irgendwas nicht abgegriffen wurde. Wir gucken gerade jetzt in den anderen deutschen Bundesländern, was da in welchem Umfang gemacht wurde, ob was gemacht wurde und ob NRW da besonders schlecht bei rumkommt oder ob natürlich schon über die Bundesebene viel gemacht wurde. Das ist natürlich auch immer ein gern gesehenes Instrument, dass man sagt, hier auf Landesebene passiert genau gar nichts. Dabei sind bestimmte Programme, man muss das ja auch anmelden, inhaltlich bei der Kommission anmelden, was dort passieren soll. Das kann natürlich schon in geografisch NRW angesiedelten Sachen schon über Bundesebene passiert sein. Darum, das ist halt, da kann man auch seine Doktorarbeit drüber schreiben, über diesen Fonds. Und was damit landespolitisch passiert, darum bewegen wir uns eben in dem Feld. Ja, da wo was gemacht werden muss, bitte, aber dieses Instrument ist eben auch extrem kritisch zu beachten, so, oder zu betrachten. Und gar nicht wirklich mit Geld hinterlegt. Viel weniger, als es wirklich ist, genau. Gut, ich möchte euch darauf hinweisen, dass ab das Ende eurer Diskussion jetzt nicht mehr im Stream angekommen ist, weil ihr die Mikros zu früh ausgemacht habt. Aber egal. Soll ich nochmal sagen? Nicht wirklich mit Geld hinterlegt, ich kann das wiederholen. Genau, also von den 315 Milliarden sind, glaube ich, 1,5% in realem Geld vorhanden. 1,5% ungefähr. Das, also ja. Luftnummer. Über sehr wenig neue Mittel. Auf jeden Fall sehr wenig neue Mittel. Ich wiederhole das gerne für den Stream, alles gar kein Problem. Alles klar. Gibt es noch Rückfragen zu dem Top? Auch das mache ich. Joachim, auch Papagei vom Dienst mache ich. Top 4. Konsolidierung des nordrhein-westfälischen Spielbankensektors forcieren und das staatliche Glücksspielwesen auf den Prüfstand stellen. Streit im Landeskabinett darf die ergebnisoffene Prüfung aller Optionen nicht länger torpedieren. Ich frage nochmal, hat dieses Eingabefeld nicht eine Begrenzung von irgendwelchen? Na gut. Ein FDP-Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung haben wir. Keine Zielrichtung, der Grumpy möchte etwas sagen. Genau, ganz kurz, also bei diesem klassischen, man möge mir die Werbung jetzt verzeihen, das ist der Werbeblock für diesen Gauselmann-Antrag seitens der FDP, weil es mehrere Bereiche betrifft, in diesem Fall halt die Kommunalfinanzen, unter anderem den Hauptausschuss, weil es halt am Glücksspielstaatsvertrag angedockt ist und halt den HFA. Deswegen ausnahmsweise mal 3 Referate, die davon betroffen sind, und ich war so frei, die dann da schon mal einzutragen, würde diese 3 Referate dann auch bitten, gemeinsam das für Dietmar dann vorzubereiten. Es handelt sich hierbei erstmal nur um eine Überweisung. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen irgendwie zu dem? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 5. Nach den TTIP-Leaks ist das öffentliche Vertrauen in das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen vollends zerstört. TTIP muss ausgesetzt werden. Das ist auf jeden Fall kürzer. Egal. Unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 6. Oh, Joachim. Ich habe dazu nur eine Frage an den Marc, weil bei dem Antrag davor von der Union mit direkter Abstimmung gab es Block 2. Und meine Info aus der PGF-Runde, war da Block 2 irgendwie nicht drin oder so? Man war nicht geneigt, uns an 2 Tagen zweimal Block 2 zuzugestehen. Wenn man sich die Gesamtverteilung aller Redezeiten aller anderen Fraktionen über die 2 Tage anschaut. Demzufolge nach befand ich mich in dem großen Zwiespalt, nämlich die G8, G9-Debatte oder nehme ich die TTIP-Debatte. Wenn, da ich dann in so einer PGF-Runde sehr schlecht dann zwischendurch sage, ich frage mal gerade meine Fraktion, habe ich dies dann halt wie auch normalerweise üblich über eure Köpfe hinweg entschieden, und von daher bitte ich da um Nachsicht. Dietmar, dann Joachim. Bitte erst Joachim, weil es... Okay. Ich wollte nur sagen, Marc, danke für die Info, das war auch eine rein informelle Frage, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Und ich sage nochmal, ich finde deine Entscheidung richtig. TTIP ist von uns schon öfter bespielt worden. Auch, glaube ich, mit direkten Abstimmungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und G8, G9, bitte?
auch in Ausschüsse schon überwiesen worden. Und G8, G9 wird von uns das erste Mal richtig gespielt. Von daher ist die Entscheidung absolut okay für mich. Ist egal, Modi. Dietmar, mach an, nicht aus. Bitte vielmals um Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt, als es bei Top 4, bei diesem Gauselmann-Antrag der FDP, unabhängig davon, würde ich gerne einmal, ich habe mal geschaut, wir haben also keine Parteimeinung zu diesem ganzen Thema der Frage Privatisierung oder Nicht-Privatisierung des Spielbanken oder Glücksspielwesens. Ich weiß nicht, ob ihr euch hier in der Fraktion schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt habt und wer auch immer es dann war. Ja, okay. Wir hatten ja auch schon mal den Glücksspielstaatsvertrag, da haben wir zu dem Thema auch schon mal. Genau, Änderungsvertrag zum Glücksspielstaatsvertrag oder wie auch immer das Ding hieß. Deswegen mal ein Meinungsbild. Seid ihr für die Privatisierung des Glücksspielwesens? Oder seid ihr weiter, was dann auf der anderen Seite heißt, wir sind dann gegen die staatliche. Ja, ich kann mir ja selber meine Meinung bilden und ich kann diese Meinung dann auch vertreten. Ich habe sie mir noch nicht abschließend. Wenn du jetzt sagst, du hast sie dir noch nicht abschließend gebildet, dann musst du dich bei deinem eigenen Meinungsbild. Genau, richtig. Deswegen würde ich gerne mal die Info haben, damit ich nicht in die. Ja, natürlich. Doch, ich habe so eine klare Meinung, insbesondere vor dem Hintergrund der Suchtprävention und des Kinderschutzes. Bitte schön, Michel. Bitte differenzieren, das sagst du zu mir. Ja, zu dieser Glücksspielgeschichte. Wir haben die hier, seitdem wir im Landtag sind. Ich glaube, unsere erste Anhörung im Hauptausschuss ging um den Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Das war auch die größte, die wir da jemals gemacht haben. Da waren irgendwie 80 Leute, weil jeder mögliche, also diese Einnahmen, die die haben, werden ja an soziale Zwecke und Vereine und so weiter ausgeschüttet. Und jeder, der auch nur einen Cent da kriegte, war eingeladen zu dieser Anhörung, um zu sagen, wie toll auch dieser Glücksspielstaatsvertrag ist, mit dem da die Einnahmen verteilt werden. Und selbst der Pferdezüchterverband war da und hat erzählt, wie toll das auch ist. Wir haben uns relativ intensiv mit dem Thema damals beschäftigt, haben auch eine Grauselmann-Einladung angenommen. Ich habe eine Grauselmann-Einladung angenommen. Wir waren bei den Suchtpräventionsstellen und so weiter und so weiter. Wir haben damals gesagt, und das ist bis heute unser bei diesem Glücksspieländerungsstaatsvertrag unsere Zielrichtung, die haben das Internet nicht verstanden. Denn da geht es immer um Lizenzen und da geht es aktuell übrigens gerade wieder drum in Verhandlungen. Es geht darum, wie viele Lizenzen bekommen welche Anbieter, die im Internet Glücksspiel anbieten. On the ground haben Sie nicht verstanden, dass da haben Sie so Mindestabstände eingeführt. Eine Spielbank muss so und so viele Meter von der anderen Luftlinie entfernt sein. Und ein Automat mindestens anderthalb Meter vom nächsten. Ja, genau. Und ein Automat mindestens mit einer Trennwand getrennt vom nächsten und so ein Quatsch. Das sind alles ganz nette Dinge gewesen. Also, und dann gibt es noch Mindestabstände zu Schulen und sowas. Das dürfen wir nicht vergessen. Da kommt natürlich so ein Betreiber von der Spielbank und sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich 150 Meter von der Schule entfernt sein muss. Das sind 149 Meter bei mir, weil von hier die ganz lange Straße, wo es keine Querstraßen gibt und Luftlinie da hinten irgendwo ist eine Schule und deswegen darf ich hier keine Spielbank mehr haben. Von daher diese ganze Geschichte, Riesenthema und man kann sich da sehr schön fetzen. Jetzt zu der Privatisierungsgeschichte. Diese Privatisierungsgeschichte mit den Spielbanken. Die Spielbanken sind ständig im Minus, da muss ständig reingeschossen werden und das Argument bei den Spielbanken ist, dass man damit kontrolliertes staatliches Glücksspiel hätte. Da würde am besten kontrolliert. Inzwischen ist es aber so, dass die Betreiber privater Spielbanken, und jetzt meine ich nicht diese Automatenklitsche mit drei Automaten irgendwie im Gewerbegebiet, sondern da gibt es ja riesige Dinger. Ich weiß nicht, ob ihr das in Oberhausen kennt, dieses UFO gegenüber vom Zentro, das auch nur noch so halblegal ist, weil die das mit dem Gesetz wieder, mit den Abständen wieder in die Illegalität irgendwie geschoben haben. Jetzt mussten die wieder umbauen, egal. Also es gibt also auch riesige private Spielbanken und die haben inzwischen die gleichen Auflagen wie die staatlichen. Theoretisch gibt es also gar kein Argument mehr für staatliche Spielbank. Also dieser Spielerschutz, der das Hauptargument ist, der ist eigentlich ausgehebelt, weil die gleichen Regeln für die staatlichen wie für die
privaten Spielbanken gelten. Mit einer Ausnahme bei den staatlichen, also es gibt ein paar Ausnahmen, aber eine wichtige Ausnahme, um den Frank jetzt ein bisschen zu triggern, bei den staatlichen Spielbanken ist die Videoüberwachung erlaubt, und zwar auf dem gesamten Gelände und sogar drin. Die gucken dir also beim Spielen auf die Finger, das dürfen die Privaten tatsächlich nicht. Ja, das heißt also von meiner Seite aus, der ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gibt es eigentlich kein Argument für, dafür, dass man diese 5 sind es, glaube ich, Spielbanken in... ja, genau. Aber Sie sind ja dabei. Also 5 Spielbanken, dass man die in staatlicher Hand hält, die könnte man privatisieren, weil die gleichen Regeln gelten wie für und wenn die gleichen Regeln gelten wie jetzt. Lukas, dann Dietmar. Super, ich möchte auch direkt auf dich eingehen. Du sagtest, diese Spielbanken sind nicht profitabel. Sie gehen mit einem Minus raus. Das möchte ich präzisieren. Denn sie haben das Minus erst nach der Gewinnspielabgabe. Das heißt, sie sind eigentlich profitabel, aber nachdem der gesetzlich festgelegte Betrag dann abgezogen wird, sind sie dann halt im Minus. Das ist jetzt halt quasi nicht so schlimm, weil das ist ja eigentlich der Sinn dieser Spielbanken. Weil wir müssen auch wissen, dass dieser Gewinnspielabgabe, der Sinn halt davon, der große Teil unseres Landes Sport- und Kulturhaushaltes finanziert sich aus diesen Einnahmen durch die Gewinnspielabgabe. Das heißt, wenn wir hingehen und sagen, wir setzen uns jetzt für die Privatisierung ein, was vollkommen legitim ist, dann müssen wir uns im gleichen Zug damit beschäftigen, wie wir Sport- und Kulturhaushalt komplett neu aufstellen. So, also das sollte uns bewusst sein, weil dann haben wir nämlich die Sportlandschaft und die Kulturleute auf jeden Fall gegen uns. Ne? Du hast ja damals die Anhörung mitbekommen, wie viele halt davon was haben. Und das ist ja, wenn man das angehen will, muss man sich auch Gedanken machen, wie stellt man die Finanzierung von Sport und Kultur, also von Breitensport insbesondere, wie stellt man das auf? Und da bräuchten wir ein Ideenkonzept, was wir noch nicht haben, aber was wir durchaus machen könnten. Dietmar. Ja, also erstens danke für deine Ausführungen, Michel. Danke für deinen Hinweis, den wollte ich auch geben, nämlich auf Spielbankenabgabe. Das sind ja nicht wenig, ist ja nicht wenig, das geht Richtung 100 Millionen Euro. Und natürlich könnte man das Ganze auch in Form einer landesgesetzlichen Abgabe dann für private Betreiber erheben. Unabhängig davon müssen wir mal gucken. Es geht hier darum, dass der Minister Dün ein Gutachten wohl angefordert hatte, beziehungsweise hat erstellen lassen. Es geht des Weiteren darum, dass er ein weiteres Gutachten erstellen lassen wollte, was ihm der Finanzminister des Landes quasi zerschossen hat, indem er gesagt hat, kommt überhaupt nicht in Frage, brauchen kein weiteres Gutachten. Also da gibt es auch einen Kabinettsstreit in dieser ganzen Geschichte. Von daher wird das wahrscheinlich ganz interessant, eine ganz interessante Debatte auch noch dazu. Danke. Ja, ich melde mich nochmal selber, um Folgendes zu sagen. Ja, das mit der Spielbankabgabe habe ich gerade nicht präzise genug gesagt, da hast du recht. Ich bitte nur eins zu bedenken. Wir haben damals schon gesagt, dass diese Spielbankabgabe ein Problem sein könnte. Wir haben damals im Hauptausschuss zum Glücksspieländerungsstaatsvertrag schon gesagt, dass man die Finanzierung anders regeln müsste. Zumal, und das ist das größte Problem, das mit der Profitabilität. Gibt es das Wort? Na, no, dann gibt es das Wort. Jetzt schon, jetzt habe ich es erfunden. Also das mit dem Profit der Spielbanken, der ist natürlich auch rückläufig in den letzten Jahren und es wird immer weniger, das muss man auch sagen. Und auch die Spielbankabgabe wird immer weniger. Und seit Jahren diskutieren wir ja auch hier, im Grunde genommen bei jedem Änderungsstaatsvertrag diskutiert man auch darüber, wie man diese Einnahmeausfälle kompensiert. Und es wäre eben eine politische Forderung, ohne dass man jemanden gegen sich hat, zu sagen, es wird immer weniger, wir müssen eh zuschießen aus dem Landeshaushalt, dann können wir diesen Sport- und Kulturhaushalt auch aus dem Landeshaushalt direkt finanzieren und nicht über diese Spielbankabgabe, privatisieren die Spielbanken, auferlegen denen diese Abgabe dann trotzdem und haben also wenig Änderungen, außer dass in dem Moment, in Anführungszeichen, wenn das Casino defizitär ist und dann dementsprechend auch keine Abgabe zahlen muss, zahlen müsste, dass man das dann eben nicht bei der WestLB hat, weil die ja damals auch bei den Spielbanken mit drin war und hat da so ewig Minus gemacht und so weiter und so weiter. Also man ist einfach aus der Haftung raus sozusagen.
Ja, es würde sich natürlich einiges ändern, wenn das Ganze privatisiert wird. Es wird natürlich darum gehen, Profit zu machen. Und es muss natürlich uns dann darum gehen, A, zu erklären, woher kommt dann die Kohle, und B, zu erklären, wie wird der Spielerschutz dann gewährleistet. Aber das ist ja jetzt schon landesgesetzlich geregelt, und das könnte man eben ausweiten und diese sechs Casinos einfach mit da reinnehmen, und dann hat man die Regelungen. Also es wäre möglich. Beides ist möglich. Mein Fazit wäre, man sollte im Grunde genommen die Sport- und Kulturfinanzierung auf vernünftige Füße stellen und sollte die Spielbanken privatisieren. Ja, es sind auch nur noch 60 Millionen oder sowas. Effektiv, genau. Ach so, was war nochmal das Problem, wenn die Spielbanken Minus machten und mussten trotzdem Spielbankabgabe zahlen? Ach, das mit den Bildern verkaufen, da war ja was. Ich erinnere mich. Ja, das wäre dann zum Thema Kulturhaushalt übrigens. Alles hängt mit allem zusammen. Bis alles entschieden ist. So. Was brabbelst du hier? Mach weiter. Die Wille haben Sie ja vorher gekauft aus dem Vermögen. Das nennt sich Vorsorge, das ist ja nicht der. Ja, aber damals hat das 10.000 Mark gekostet und jetzt kostet das Millionen. Egal. Also, wo jetzt? Wir sind dagegen. Jetzt muss ich gucken, wo wir waren. Jetzt kommt 5. Also jetzt käme 6. Es sei denn, du möchtest noch was zu TTIP sagen. Alles gut. Gut. Dann sind wir jetzt bei Nummer 6. Master und Meister. NRW benötigt weiterhin die duale Ausbildung und Studium als gleichwertige Ausbildungsalternativen. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung in ausführlich haben wir das stehen. Moni. Ja, nur eine kleine Anmerkung. In der Zielrichtung steht, dass der Ausbildungsmarkt ist sicherlich nicht optimal. Die Wirtschaft soll auch Schülerinnen und Schüler mit niedrigem Schulabschluss eine Chance geben. Das ist sicherlich richtig. In dem Zusammenhang vielleicht noch mal auf unser Credo hinweisen, dass wir da wirklich dafür sorgen sollen, dass mehr Schüler einen guten Schulabschluss bekommen und nicht nur es nur darum geht, dass auch gering qualifizierte Schüler in eine Ausbildung kommen, sondern dass der Ansatz einfach der ist halt, durch kleinere Klassen einfach, ist auch wirklich nur ein Halbsatz als Anmerkung, wenn er das im Hinterkopf hat, alles gut. In der Rede berücksichtigen, der Antrag macht nur Sinn, wenn man ihn nicht als Heftpflaster begreift. Also das ist schon klar, ja. Ja, völlig richtige Zielrichtung. Man sollte sich aber gar nicht darauf einlassen, dass man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Schuld bei den Schülern sucht, von wegen man müsste auch Schüler und so weiter. Man muss auch mal drauf schauen, wie die Ausbildungsquoten in den Keller gegangen sind die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das ist eklatant, und zwar ohne, dass in irgendeiner Form nachgewiesen ist, dass der Durchschnitt oder der Leistungsdurchschnitt an Schulabsolventen irgendwie besonders schlechter geworden ist. Die bilden auch einfach weniger aus, weil sie da den Aufwand scheuen, weil sie da keinen Bock mehr drauf haben. Übrigens, diejenigen, die am wenigsten ausbilden, sind hinterher die am lautesten schreien, dass ihnen Fachleute fehlen. Ja, da kann man immer mal fleißig darauf hinweisen. Und gerade zuletzt sind selbst in der Industrie die Ausbildungsquoten steil nach unten gegangen. Und das bei dem demografischen Wandel, der uns bevorsteht, ist extrem erschreckend. Die einzigen, die da noch halbwegs Rückgrat zeigen, sind unsere Handwerke. Das war's. Industrie nicht. Und diese diversen neu gegründeten Firmen, gerade bei Start-ups, lässt das schwer zu wünschen übrig, was da an dualer Ausbildung verloren geht. Gut, weitere Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 7. Brexit verhindern, Europas Einheit bewahren. Nordrhein-Westfalen setzt sich für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU ein. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir und eine Wortmeldung von Grumpy. Genau, also bevor wir nämlich eine etwas größere Erklärung und Erläuterung und eine Abstimmung durchführen müssen, möchte ich Folgendes vorweg anmerken. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe persönlichen Angestellten und liebe Referate, wenn ihr in aller Ruhe meint,
Ich selber könne es mit verantworten, dass wir von vornherein auf einen unredigierten, unabgesprochenen, unausgegorenen, auch wie bereits schon vorher erwähnten, unsinnvollen Antrag von der CDU einfach so mit draufgehen. Sagt mal, glaubt ihr eigentlich, wie lange wir das hier schon machen? Natürlich haben wir hier einen Entwurf, wo mehrere Fraktionen draufstehen. Also von daher, wenn ihr jetzt so ein paar, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Tweets hinterher schieben wollt, die das dann vielleicht noch befeuern, damit ihr euch jetzt aufregen könnt, viel Spaß. Oder halt, lest erstmal die revidierte Version und dann könnt ihr euch wieder melden. Also, es gab ja einen CDU-Antrag zum Brexit, beziehungsweise zur, also pro Remain quasi, der von der Ausrichtung in der Ausführung schwierig war. Da im Originalantrag stand auch drin, man solle quasi Individuen oder einzelne Personen in den Kommunen meine Fresse. Über ihre Kontakte nach Großbritannien auf kommunaler Ebene zum Beispiel dazu bewegen dann und da Einfluss nehmen, dass man pro Remain votiert. Das ist natürlich, ja, da hat natürlich der Landtag nichts zu suchen, irgendwie irgendwelchen Leuten zu sagen, was sie, wie sie wählen sollen. Darum hat das jetzt, das war, ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch den anderen, nämlich insbesondere SPD und auch Grüne. Und dann sind diese Stellen natürlich rausgenommen worden und hat jetzt einen Resolutionscharakter, ne, auch in der Überschrift schon. Man spricht sich für bestimmte Sachen aus. Es gab einen auf Referentenebene sehr gut funktionierenden Abstimmungsprozess, der in die gleiche Richtung ging, jedenfalls von bestimmten. Man hat sich darauf geeinigt, auf einen Entwurf, der eben die ja, schwierigeren Sätze da rausgenommen hat, auf das Zivilgesellschaftliche. Da habe ich besonders darauf Wert gelegt, dass das noch mit reinkommt. Die zivilgesellschaftlichen Kontakte sind so ein bisschen hinten übergefallen. Es wurde sehr viel auf die wirtschaftliche Prosperität und die Kontakte und so weiter abgestellt. Das wurde erweitert und es gab noch die inhaltliche Erweiterung, dass eben im Original stand nochmal, dass das britische Volk abstimmt. Das ist so formal nicht richtig, weil zum Beispiel auch Iren oder australische Staatsbürger, also Commonwealth-Staaten, Staatsbürger, nicht alle, aber ein Teil, mit die Residency in UK haben, auch abstimmen dürfen. Also das ist alles, das ist jetzt ein bisschen, diese Ungenauigkeit ist rausgenommen. Das liegt natürlich im Interesse aller. Grundsätzlich zur Ausrichtung, natürlich kann man auch für einen Brexit sein, so, ne? Überhaupt keine Frage. Ist aber weder deutet sich, also es gibt dazu auch keine eindeutige Meinung in der Partei, aber es ist ja eben auch nichts, was jetzt direkt ja, akut mal abgestimmt wurde. Natürlich ist es so, dass wenn man sich aktiv, dass es Sinn macht, sich als proeuropäische Bewegung für die Verfasstheit der Europäischen Union grundsätzlich einzusetzen. So, es gibt natürlich auch gute Gründe oder es gibt auch irgendwelche roten Linien, ab derer es dann nicht mehr sinnvoll wäre, mit allen Möglichkeiten, die UK davon zu überzeugen, in der EU zu bleiben. Aber das ist ja auch gar nicht Aussage dieses Antrages. Die Aussage dieses Antrages ist eine Resolution, die sagt, ja, grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt. So. Das heißt nicht, dass der gesamte Umkehrschluss dann immer komplett falsch sei, aber das ist ja das Wesen einer Resolution, dass man sich für etwas ausspricht. Und das ist natürlich gerade aus landespolitischer Sicht sinnvoll, weil es ist immer noch hier ein Landesparlament und aus landespolitischer Sicht sollte man sich dafür einsetzen, dass es dass landespolitische Interessen verfolgt werden, der Verbleib, gerade auch aufgrund der wirtschaftlichen Verbindung Großbritanniens in der EU ist grundsätzlich erstmal sinnvoller, als wenn wenn sie rausgehen. So, dass auch das politisch es einfacher macht, mag sein, aber ist ja natürlich jetzt nicht die Landesregierung verhandelt nicht mit David Cameron, sondern das müssen andere machen. So, bestimmt nicht leicht und bestimmt nicht angenehm. Aber aus landespolitischer Sicht ist man grundsätzlich erstmal auf wirtschaftlicher und kommunaler Kontaktbasis daran interessiert, dass es formal so bleibt, wie es ist. Weil es gibt Städtepartnerschaften, es gibt vielfältige Kontakte. Und das wäre natürlich aus landespolitischer Sicht erstmal
ein Problem oder es müsste dort neu Geld, Ressourcen, Energie etc. reingesteckt werden, um wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis, aber eben erst in einigen Monaten oder vielleicht auch Jahren zu kommen. Also das ist ein landespolitischer Antrag mit einem Resolutionscharakter, dessen gegenteilige Aussage europapolitisch schwierig zu verkaufen wäre, wenn man sagt, ja, ist nicht euer Ding. Ich sehe eine Wortmeldung. Ach so, das war so. Dann Dietmar, dann Gerhard. Danke, Tom, für deine Ausführungen, denen ich inhaltlich zustimme, allerdings in der Schlussfolgerung nicht. Erstens, wir Piraten setzen uns massiv für Volksentscheide und Bürgerentscheide etc. ein. Ich weiß nur, dass im Juni diesen Jahres eine Volksentscheidung in Großbritannien ansteht über den Verbleib in der EU, ja oder nein. Ganz ehrlich, ich maße mir nicht an, in irgendeiner Form als Landesgesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen oder als Bestandteil des Landesgesetzgebers hier in irgendeiner Form dem Volk der Briten eine Empfehlung zu erteilen. Ich halte die... Naja, spricht sich für den einen Verbleib Großbritanniens aus. Ja, das ist in der EU aus. Also EU, muss ich mal ganz ehrlich sagen, der Antrag als solches ist teilweise auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, seicht. Um es mal ganz klar zu sagen. Wirtschaftliche Beziehungen enden nicht mit einem Austritt Großbritanniens aus der EU. Wie allen bekannt sein dürfte, ist Großbritannien 1973 in die EU aufgenommen worden. Bis dahin war die Nachkriegszeit erledigt und war der wirtschaftliche Aufbau Deutschlands auch als Wirtschaftsgroßmacht, ja, um es mal ganz klar zu sagen, bereits abgeschlossen. Auch ohne die Briten oder auch mit den Briten. Aber nicht, weil die Briten dann 1973 in die EU gekommen sind. Das heißt also, ja, das Land kann auch florierende wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien begrüßen und kann auch die Erfolgsgeschichte weiterschreiben, aber sicherlich nicht zwangsweise dadurch, dass Großbritannien in der EU ist. Ja? Und ein Dank an Großbritannien, dass ich David Cameron in irgendeiner Form hier zur Seite springe und als Land Nordrhein-Westfalen mich für den Verbleib Großbritanniens in der EU ausspreche, als Dank dafür, dass die Großbritannien, die britische Besatzungsmacht vor 70 Jahren die Gründung unseres Bundeslandes ermöglicht hat. Sorry, das geht meines Erachtens auch zu weit. Und nochmal, ganz klar, wir sind für Volksentscheide, wir sind für Bürgerbeteiligung. Diese Bürgerbeteiligung ist eine britische Angelegenheit und keine nordrhein-westfälische Angelegenheit. Ich bin dagegen, überhaupt diesen Antrag mitzustellen. Ich werde mich bei diesem Antrag, um es ganz gleich zu sagen, werde mich bei diesem Antrag bei der Abstimmung enthalten. Gerhard, dann nicht, dann Olli. Nee, ich habe dich nicht gesehen bis jetzt. Dann hatte ich einen Blackout. Dann Gerhard, Joachim. Ich, dann Olli. Dann ja, es geht in die Richtung von Dietmar. Der Antrag ist ja jetzt, den ich noch nicht gelesen habe. Unter den Vorbehalt muss ich jetzt meine Ausführung stellen. Der sei ja nicht so scharf gefasst und weit und tolerabel, aber letztendlich für die, gegen einen Brexit. Das ist eben die Frage, ist man jetzt für oder gegen einen Brexit oder ist das Thema ein ganz anderes? Wie Dietmar nämlich gerade sagte, ist man für die Wirksamkeit von Volksbegehren bzw. Volksentscheiden? Und ich habe es in der Vergangenheit auch immer so verstanden, dass das Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksentscheide, direkte Demokratie für die Piraten ein ganz wichtiger Punkt ist, Punkt, den wir auch in der Verfassungskommission vertreten haben. Und davon findet sich, soweit ich das jetzt überblicksmäßig gesehen habe, in dem Antrag eben gar nichts. Man könnte auch das Thema Volkssouveränität und Volksdemokratie thematisieren. Das wird da gar nicht getan. Und das finde ich sehr problematisch. Ich darf in dem Zusammenhang mal daran erinnern, dass wir, im April, eine Volksabstimmung in den Niederlanden hatten zu einem bestimmten Thema und dass die einen bestimmten Ausgang hatte und dass dann zum Beispiel, wie es auf Spiegel Online zu lesen war, Spitzenpolitiker dann der SPD, Martin Schulz oder auch der Grünen, Rebecca Harms, gesagt haben, Demokratie ist super, aber bitteschön, die Europäische Union oder europäische Themen, das wollen wir mal von der Demokratie ausklammern, das finden wir blöd.
An der Stelle frage ich mich natürlich nach dem demokratischen Verständnis dieser Leute, dieser Parteien. Also ich finde das sehr problematisch. Und erst recht, das ist dann aber vielleicht eine Frage des Stils, wenn dann Deutschland oder irgendein anderes Land einem anderen Volk sagt, wir würden aber gerne, dass ihr so und so abstimmt. Das ist aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich nur eine Angelegenheit des betreffenden Volkes. Demokratie schließt immer auch ein, dass es Ergebnisse gibt, die haben nicht gefallen. Aber solange das gewisse Grenzen nicht überschreitet, gehört das eben zur Demokratie, dass man akzeptiert. Also ich finde das problematisch. Wenn ich übrigens... Ich persönlich muss auch ganz klar sagen, ich würde mich immer für Volksabstimmung einsetzen, und wenn dann mir Politiker sagen, das ist eigentlich völlig unerheblich, wie ich abgestimmt habe oder wie so ein Votum ausgegangen ist, das finde ich eigentlich ein Skandal. Danke. Ja, vielen Dank. Bei allem Respekt, und ich muss euch ganz sachlich, aber auch sehr deutlich sowohl dem Gerd als auch dem Dietmar widersprechen. Ich halte diesen Antrag nicht für einen Versuch eines Eingriffs oder eines Übergriffs auf die UK-Volkssouveränität. Ganz im Gegenteil, hier äußert sich ein demokratisch gewähltes Parlament, äußert einen Wunsch, und damit wird in keiner Weise die Volksentscheidung, die in Großbritannien gefällt wird, diskreditiert oder sonst irgendwas. Es könnte genauso sein, dass irgendein Brite einen Nordrhein-Westfalen fragt, wie denkst du denn über den Brexit? Und wer denn dann sagt, ey Leute, wäre eigentlich schön, wenn ihr dabei bleibt. Für mich ist das keine Verletzung irgendeiner Souveränität. Man könnte nämlich, und Norwegen ist da noch weitergegangen, und das ist die Kehrseite der Medaille, Norwegen warnt Großbritannien vor einem Austritt aus der EU, weil die das selber kennen. Die hatten zweimal Volksentscheide. Im Grunde genommen sagt ein norwegischer Politologe, leidet die Demokratie in Norwegen darunter, weil Norwegen aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen sich zu 60% der Fälle gezwungen sieht, sich an EU-Standards zu halten, kann aber bei der Festlegung der Standards in Brüssel nicht mitreden. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ich würde nicht so weit gehen, Norwegen, wohlgemerkt nicht Mitglied der EU, es ging damals um die Fischereirechte, deswegen haben die nee gesagt, wegen der Zonen und was? Und Agrarsubventionen oder so, weil Norwegen da eine knallharte Subventionspolitik betreibt. Die wären gerne dabei, kriegen aber keine Mehrheit. Und auf der anderen Seite auch nochmal grundsätzlich zu Europa, dass das keine ideale Konstruktion ist, sondern ein Tisch, der immer noch versucht, krampfhaft auf zwei Beinen zu stehen. Und das dritte soziale Bein ist ein ganz zartes Pflänzchen, unter anderem befördert durch Piratenanträge. Da haben wir eine Schieflage. Aber ich möchte das an einem solchen Europa, und ich äußere einfach den Wunsch, als Parlamentarier aus Nordrhein-Westfalen, an die Leute in Großbritannien, sich das zu überlegen. Und ich will einfach nur sagen, ich fände es klasse, wenn ihr dabei bleibt. Das sagt für mich dieser Antrag. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er hat Resolutionscharakter, das hat Tom gesagt. Das haben solche Anträge immer ganz zwangsläufig, weil hier in keinster Weise in irgendeiner Form auf Entscheidungen gefällt werden durch den Landtag. Es ist die Äußerung eines Wunsches. Und die Äußerung eines Wunsches dem britischen Wähler gegenüber ist legitim. Punkt. Entschuldigung. Aktuelle Rednerliste ist Michelle, Olli, Tom, Olaf. Und Dietmar. Dietmar. Zeit 6. Ja, ich mach's kurz. Ich muss euch auch widersprechen, Dietmar, Gerhard. Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Steht so im Grundgesetz. Ich finde, dass eine Partei, die... Ja, Moment. Moment. Parteien, Mehrzahl, sitzen in Parlamenten, Mehrzahl. Nein. Nein. Nein, auch nicht. Natürlich. Das ist jetzt neu für einige. Ja, also das ist neu für einige, aber das sind hier Vertreter von Parteien, die in Parlamenten sitzen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen will ist, wir sind natürlich für Volksentscheide, wir sind natürlich für Abstimmungen. Niemand spricht den Briten das Recht ab, diese Befragung da zu machen, diese Volksentscheid zu machen. Aber jeder, gerade innerhalb der EU... Und auch jedes Land, wir wissen, würde man NRW aus Deutschland rausschneiden, wäre es irgendwie das fünftgrößte, siebtgrößte Volkswirtschaft innerhalb der EU. Also Nordrhein-Westfalen ist ein starker Faktor, und ich finde, dass auch Nordrhein-Westfalen sich mit so einer Resolution dazu äußern kann und einen Hinweis dazu geben kann. Also nicht Warnung aus der EU auszutreten, sondern tatsächlich eine Resolution
und sagen kann, okay, unsere Meinung ist, ihr solltet dabei bleiben. Das ist ein politischer Willensbildungsprozess in Großbritannien. Ob die sich dafür interessieren, sei mal dahingestellt. Jetzt zu sagen, das ist so eine innerbritische Angelegenheit, das ist so ein bisschen erinnert mich das an Erdogan und die Türkei, das ist auch so eine innertürkische Angelegenheit, haltet euch mal alle raus. Da sage ich, nee, das ist keine innertürkische Angelegenheit, solange ihr ein Assoziationsabkommen habt mit der EU, hat die EU da ein gewisses Mitspracherecht und hat euch da auch mal auf die Finger zu hauen. Jetzt sind die Briten auch noch drin in der EU. Da darf durchaus ein Landesparlament eines EU-Landes auch seine Meinung zu dieser Brexit-Geschichte sagen. Wie gesagt, alles als Teil der Willensbildung vor der Abstimmung. Niemand spricht den Briten ab, da am Ende ihre Abstimmung zu machen und eventuell auch einfach für den Brexit zu sein. Aber auf dem Weg dahin muss man auch als Landesparlament hier seine Meinung äußern dürfen. Olli. So, ich will nicht viele Inhalte wiederholen. Ich habe mich gemeldet, als Dietmar sprach, als Gerhard sprach. Wollte ich auch unbedingt sagen, nein, das passt so nicht. Das verbiegt ein bisschen die Intention des Antrags. Und ich ergänze nur die Dinge, die noch nicht gesagt wurden. Es ist hier kein Antrag so wie bei Olympia. Bei diesem Olympia-Antrag habe ich ganz eindeutig aus dem Antrag herausgelesen, dass Nordrhein-Westfalen im Grunde diese Abstimmung nicht haben möchte. Und hier sehe ich einen ganz anderen Fall. Ich habe mir den Antrag ja durchgelesen. Es ist eben nicht etwas, was die Abstimmung negieren soll. Und das Beispiel aus Norwegen war im Grunde nicht konstruktiv an der Stelle. weil es ja auch heißt, die Norweger würden am besten sagen, macht bloß nicht so eine blöde Volksabstimmung. Nein, an der Stelle ist es eher so, wie wenn in der Schweiz die Parteien den Wählern empfehlen, ein Ja oder Nein auf die Plakate schreiben, wie sie denn abstimmen sollen und Argumente nennen. Wir nennen Argument, wir mischen uns natürlich in die Debatte ein an dieser Stelle, aber warum sollte man das auch nicht tun, sich in die Debatte einzumischen? Und inhaltlich Position zu beziehen. Das gehört vor der Abstimmung dazu. Nach der Abstimmung zu sagen, ihr habt falsch abgestimmt, ist eine ganz andere Sache, wenn man das täte. Wir freuen uns nicht, kann man trotzdem sagen, aber das war eine blöde Sache, abzustimmen, das darf man dann natürlich nicht sagen. Natürlich kann so eine Sache aus einem fremden Land auch immer bewirken, dass die Leute genau das Gegenteil tun, als das, was das fremde Land empfohlen hat. Das ist mal so ein nebenbei. Ich sehe aber bei diesem Antrag jetzt nicht so die Gefahr. Der ist wirklich ja sehr lieb und nicht als Warnung konzipiert worden. Ich persönlich fände es sogar ganz schön, wenn wir da mit drauf ständen, weil wenn überhaupt ein Signal dann man setzen möchte, dann kann man das aus dem Parlament am besten gemeinsam tun. Ohne dass es eine, jetzt formuliere ich mal absichtlich offensiv, eine extremistische Partei sich nicht dran beteiligt. Wenn wir jetzt allerdings natürlich hier bei uns nicht einig sind, wie wir abstimmen, können wir natürlich nicht mit auf einen Antrag gehen. Ja, so ist das dann am Ende. Dann bleibt es eben dabei und dann muss jeder abstimmen, wie er das dann richtig findet. Gut, ich habe noch eine Minute 20 für den Top. Ich habe einen Hinweis aus dem Pad. Für diejenigen, die es gerade nicht lesen können, ich weiß nicht, wer jetzt gerade nicht vor seinem Rechner sitzt. Es sitzen alle vor ihrem Rechner. Ihr könnt im Pad einen Hinweis lesen. Als nächstes ist der Tom dran. Also ich wollte noch mal kurz inhaltlich zu der Ukraine-Abstimmung was sagen und grundsätzlich was zu Volksentscheiden. Ich glaube genau, dass sich hier ein Landtag NRW zum Beispiel dazu äußert, ist gerade das Wesen von basisdemokratischen oder direktdemokratischen Werkzeugen, wie es nämlich das Referendum oder auch die Ukraine-Abstimmung in Holland war. Gerade in Niederlanden zeigt ja, dass das Problem von Volksbegehren und Volksentscheiden. So, und da muss man auch Piraten, ich sage jetzt nicht, dass alle hier der Meinung sind, aber da muss man auch mal die Idee mal weiterentwickeln, nicht einfach irgendwie nach Direktdemokratie schreien und dann irgendwie in so einem politischen Vakuum das Ganze behandeln, sondern gerade die Ukraine-Abstimmung hat ja gezeigt, dass was ganz anderes abgestimmt wurde, aber sicherlich nicht das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Es wurden innerholländische, niederländische Politik abgestimmt. So, das ist ein grundsätzliches Problem bei Volksbegehren und gerade das, was in der Ukraine, in Holland passiert ist, zeigt ja, dass wenn wir uns weiterentwickeln wollen und auch Legitimität für direktdemokratische
Werkzeuge schaffen wollen, dass gerade die vorherige Einordnung, wie verhält sich, was sagt eigentlich wer dazu? Was sagt eigentlich hier der andere Player dazu? Dass das ja gerade wichtig ist und genau was Michel sagte, Teil der politischen Willensbildung ist. Da steht mit keinem Satz drin, was die irgendwie machen sollen. Darum ist der ja so blumig und auch Ergebnis eines Kompromisses. Die CDU wollte das natürlich alles noch toll irgendwie mit, die Briten haben hier das Land mit erschaffen und so weiter. So geschenkt, ne? Da sind die schlimmsten Dinger draußen. Darum klingt er ja so blumig, weil man denen auch noch mal tausendmal danken soll für irgendwas, was vor 100 Jahren war. Alles super. Aber nochmal, wir müssen uns schon auch inhaltlich weiterentwickeln, was direkte Demokratie sein soll. Und gerade die Einordnung, was dort abgestimmt würde und was eigentlich die großen Player dazu sagen, ist ja genau das, was direkte Demokratie braucht. Also sogar im Umkehr, ich würde zum gegenteiligen Ergebnis kommen, nach dem Hinweis von Gerhard, der natürlich richtig ist, dass dort das ausprobiert wurde. Aber genau das zeigt ja, dass das Problem besteht, dass generell oder ganz oft andere Sachen abgestimmt werden, außer das, was wirklich zur Debatte steht. So, die 15 Minuten sind um. Ich habe noch 4 Leute auf der Rednerliste. Bitte? Nee, wir machen jetzt noch die 4 Wortbeiträge und dann machen wir die Abstimmung dazu. Olaf, dann Dietmar, dann Danewort, dann Stefan und dann... Ja, ich finde, man sollte da 2 Sachen ganz klar trennen. Da gibt es nämlich einmal das, was da wahrscheinlich wirklich ganz genau wörtlich im Antrag steht und das kann man so sehen. Aber Joachim, du hast genau das gemacht, wovor ich Angst habe bei so einem Antrag. Egal, ob das jetzt in dem Antrag steht oder ob das hinterher so geredet wird. Du hast erklärt, es ist kein Eingriff in die Souveränität, es ist nur ein Wunsch und dann fängst du an, belehrend zu werden. Belehrend für die gegenüber den Engländern, die in dem bezeichnet, was in Finnland, ist auch egal, Norwegen schiefgelaufen ist. Ich brauche die nicht belehren, das ist deren Sache. Und selbst wenn ich den eingeleitet mit den Worten, der Antrag geht nicht so weit wie die Norweger. Meine Fresse. Zuhören. Und dann hast du es weiterhin ausgeführt. Und es war in der Richtung gehend, naja, das könnte auch Probleme geben und so würde jetzt ja wahrscheinlich ein Norweger dazu denken. Und damit hattest du ganz klar die Belehrungssache drin, ihr solltet das nicht erleben müssen, was die Norweger erlebt haben. Also das geht ganz klar in die Richtung. Und das ist genau das, was hier ein bisschen nicht auseinandergehalten wird. Einmal das, was eine Sache aussendet und einmal das, was im Text original drinsteht. Und wenn es einfach wirklich nur dieser bescheidene Wunsch ist, der da drinsteht, ja meine Güte, den kann ich mir auch sparen. Weil es ist eine Entscheidung der Engländer und die Engländer werden da schon ihre Entscheidung treffen. Und da glaube ich nicht, dass es so sehr davon abhängig, was wir hier sagen. Ich fände es viel, viel besser, wenn wir dahin wirklich hingehen und einfach hier interne Politik machen für Nordrhein-Westfalen, für die nächsten Wahlkämpfe und einfach sagen, wir finden es toll, dass es dort mit einer Volksabstimmung gemacht wird und wir wünschen den Engländern eine gute Entscheidung. Sie müssen aber wissen, was für sie gut ist. Punkt aus. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das müssen die Engländer entscheiden. Ich bin kein Engländer, also ist es mir eigentlich nicht egal, aber das müssen sie entscheiden. Es ist ihre Entscheidung. Und wenn die Engländer mich nicht fragen, solange die Engländer, die Briten mich nicht fragen, werde ich mich nicht dazu äußern. Gut, also... Ich will es auch so kurz wie möglich machen. Joachim, du sagtest ja, es sei ein Wunsch. Dieser Wunsch ist ja in der Tat in dem Prosatext als letztes auch formuliert. Es bleibt trotz allem dabei. Ich will nicht so weit gehen, dass es sich dabei um eine Einmischung des Landtags Nordrhein-Westfalen in die inneren Angelegenheit Großbritanniens oder gar des Volksentscheids handelt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so blumig der Antrag insgesamt auch vom Text her, von der Prosa her geschrieben ist, enthält er auch bedenkliche Äußerungen. Wie zum Beispiel der sogenannte Brexit wäre ein schwerer politischer und wirtschaftlicher Verlust für die EU in ohnehin schwierigen Zeiten. Es mag politisch relevant sein, davon bin ich überzeugt. Ob es wirtschaftlich einen Verlust bedeutet, wenn Großbritannien aus der EU austritt? Also ich glaube nicht, dass es die Handelsbeziehungen in wesentlichen Umfang beeinträchtigen, vor allem negativ beeinträchtigen würde. Großbritannien exportiert, glaube ich, 63 oder fast 70% der eigenen Produkte in die EU-Länder, importiert einen Teil aus EU-Ländern. Also das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ein bisschen problematisch könnte es dann noch mit der Hin- und Herrechnerei der Einfuhrumsatzsteuer sein, weil die dann, aber da hat die FDP ja schon einen Antrag gestellt, dass das entbürokratisiert werden soll. Also von daher mag das wohl kein Thema sein. Nur, nochmal,
ja, man kann diesen Wunsch äußern. Es wurde hier jetzt auch von dir, Joachim, das Wort politische Willensbildung genannt, benutzt. Wenn wir hier von politischer Willensbildung reden, dann reden wir aber doch bitte von politischer Willensbildung in Deutschland und oder in Nordrhein-Westfalen. Aber doch bitte nicht von politischer Willensbildung in Richtung auf Großbritannien. Das ist aber das, was hier gesagt wird. Ich möchte hier keine politische Willensbildung von Nordrhein-Westfalen aus in Großbritannien betreiben. Und dann möchte ich aber auch vorab mal wissen, über welche Kanäle wird das hier eigentlich gespielt, das ganze Ding. Der Wunsch dass der Nordrhein-Westfalens, dass Großbritannien in der EU bleiben möge, dass der Landtag das dann beschließt. Wie wird das denn überhaupt gespielt, diese Karte? Wem dient dieser Antrag eigentlich? Ist das ein Selbstbeweihräucherungsantrag? Ist der für uns? Ist der für die Annalen des Landtags? Ist der für meine Oma? Oder was? Also, ja? Naja, Gott hab sie selig. Also sei es drum. Ja, deswegen, ich kann diesem Antrag ehrlich gesagt überhaupt keinen positiven Aspekt abgewinnen, außer dass er Großbritannien nach 70 Jahren nochmal dafür dankt, dass wir dieses Bundesland hier haben gründen dürfen. Ganz großartige Geschichte. Danke Großbritannien dafür und entscheidet über euren Verbleib in der EU. Seit 1973 seid ihr dabei. Vielleicht seid ihr ab 1916 dann nicht mehr dabei. 2016 dann nicht mehr dabei. Kann ja sein. 2018, es gilt 2 Jahre. Na gut, also 2 Jahre, 2018. Danke, Stefan. Also, gut. Ja. So, mit Mikro. Danebot ist dran, dann Stefan und dann. Also wir sollten in der Debatte über diesen Punkt einfach nur den Schwerpunkt setzen. Wir sind auch für Volksabstimmungen, auch bundesweite Volksabstimmungen. Und was die in Großbritannien entscheiden in ihrer Volksabstimmung, ist ihre Sache. Da brauchen wir uns nicht einmischen. Das interessiert auch niemanden. Ob der Landtag hier jetzt so eine Resolution verabschiedet oder in Hamburg fällt eine Schaufel um. Ja? Das juckt überhaupt keinen. Das ist eine Lachnummer. Von mir aus könnten wir wieder runter von dem Antrag und dagegen stimmen. Weiß ich nicht. Du brauchst mich auch nicht nochmal zu unterbrechen. Als ich hier reinkam, eben gerade von draußen, wurde gerade auch über Norwegen geredet. Da habe ich nicht so richtig mitgekriegt, was da gesprochen wurde. In Norwegen hat es 2 Volksabstimmungen zur der Frage gegeben. Eine in den 70ern zur EWG damals noch und eine in den 90ern zur EU. Beide Male haben die Norweger das abgelehnt. Und das ist okay, das ist eine Volksabstimmung und da hat wirklich der Souverän entschieden. Und in Dänemark war es anders, da gab es auch Volksabstimmungen. Da gab es eine Volksabstimmung zum Maastricht-Vertrag, der wurde abgelehnt. Damit wäre der Maastricht-Vertrag eigentlich tot gewesen. Dann haben sie 4 Sonderregelungen für Dänemark geschaffen und die nochmal in der 2. Volksabstimmung dann durchgewunken, sodass Dänemark dann doch im Prinzip in der EU geblieben ist. Volksabstimmung ja und... Was in den einzelnen Volksabstimmungen dann der Souverän entscheidet, braucht der Landtag in Nordrhein-Westfalen nicht großartig zu kommentieren, es sei denn, das ist eine nordrhein-westfälische Abstimmung. Mhm. Stefan als Letzter. So. Ich denke, so in dem Antrag steht viel Unsinn drin, den man so nicht zustimmen muss. Was und die Auswirkungen auf Großbritannien betrifft, muss man ja bedenken, dass möglicherweise ein solches Votum des Landtags, sofern es denn wahrgenommen würde, was eher nicht der Fall ist, aber sollte es passieren, dass möglicherweise irgendeine Zeitung greift es aus, wird vom Teil der Bevölkerung wahrgenommen, könnte ja auch sich wieder kontraproduktiv aussehen und sagen, ja hier die Obrigkeit ist dafür, der Landtag hier ist Teil der Obrigkeit, ist auch dafür und ich bin jetzt gegen die Obrigkeit, also stimme ich jetzt nein. Kann die auch kontraproduktiv aussehen. Und ansonsten, es mag sein, Dietmar, dass es wenig Auswirkungen auf die Wirtschaft von Nordrhein-Westfalen hat, wenn es zu Brexit käme. Es gibt andere, die sagen was anderes, hier insbesondere unsere Wirtschaftslobby und vielleicht auch die CDU, FDP. Aber das ist ein Punkt, den müssen wir jetzt nicht hier in der Fraktionssitzung entscheiden. Ich denke durchaus, dass es wert ist, dass so etwas im Landtag zu debattieren, eventuell nach einem Brexit zu einem angemessenen Zeitpunkt eine Anhörung durchzuführen oder ähnliches. Das ist aber letztendlich nicht Gegenstand des Antrags. Und ich sehe ihn eher skeptisch, eben weil es auch durchaus kontraproduktiv sein könnte. Gut,
Vielen Dank. Damit hinterher keiner meckert, machen wir jetzt Folgendes. Wir müssen darüber abstimmen, ob wir weitere 15 Minuten machen. Wenn wir das jetzt positiv abstimmen, würde ich diese Diskussion ans Ende schieben, weil wir haben noch eine Menge zu tun und nur noch anderthalb Stunden und wir sind immer noch in der Tagesordnung des Plenums und noch nicht wieder in unserer normalen Tagesordnung zurück. Von daher machen wir jetzt 15 Minuten weitere Redezeit oder machen wir jetzt Ende der Diskussion und Abstimmung. Wer für die 15 Minuten Redezeit ist, weitere Redezeit, der möge sich jetzt melden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, Pause machen wir erst nach dem Top. Und der Top ist Vorbereitung des Plenums. Sonst wird das hier gar nichts mehr mit der Zeit. Gut, wer ist gegen eine Weiterführung der Diskussion an diesem Punkt und Abstimmung? Das sind 2 mal 5. Damit ist, warte, scheiße, jetzt habe ich... Jetzt muss ich meinen Antrag nochmal neu stellen. Ich beantrage, jetzt abzustimmen. So, ich beantrage, jetzt abzustimmen. Das ist mein Antrag. Wer ist dafür, dass wir jetzt abstimmen? So müssen wir das jetzt wiederholen. Moment. Also, dass wir jetzt die Diskussion beenden und abstimmen. Der Antrag müsste normalerweise lauten, Verlängerung der Redezeit zu diesem Antrag. Ja. Standard ist vorbei. 15 Minuten vorbei. Gut, dann. Moment, dann haben wir aber eine Abstimmung, weil das habe ich gerade gefragt. 5 haben gesagt, wir machen weiter. 5 haben gesagt, wir machen nicht weiter. Und jetzt? Der Antrag auf Verlängerung der Redezeit hat damit keine Mehrheit, nach meinem Dafürhalten. Genau. Gut, dann machen wir das. Der Antrag auf Verlängerung der Redezeit hat keine Mehrheit. Ja. Das stimmt. Also ist jetzt um. Also stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir auf diesen Antrag mit draufgehen und den Antrag mitstellen. Das wäre nach der Vorstellung, gestern kam ja der Antrag von Tom rum, wäre das jetzt die Vorgehensweise. Gut. Wer dafür ist, dass wir auf diesen Antrag draufgehen und den mittragen, der möge sich jetzt melden. Das sind 2. Da war doch gerade noch eine Hand. Hast du dich nicht gerade gemeldet? Wir haben doch jetzt die Abstimmung. Ja. Ja, ich habe mich eben gemeldet, ich würde gerne mit draufgehen, aber wenn wir uns uneinig sind, macht das uneinig. Kann ich leider nicht sein, dass wir auf der Hand. Ja, das ist ein Verständnis. Also bei 50-50 würde ich auch die Hand zurückziehen. Ja. Wenn 50-50 ist, ich gehe ja nicht auf den Antrag drauf, wo der Gut, pass auf. Ich mache folgenden Vorschlag und hoffe auf keine Gegenrede. Wir brechen jetzt an dem Punkt ab. Schieben das Ganze ans Ende, reden jetzt erst über den Rest der Tagesordnung, machen unsere öffentlichen Punkte und am Ende des öffentlichen Teils machen wir nochmal eine Viertelstunde Diskussion, dass die Leute nochmal was sagen können, die da was sagen wollen. Das ist okay, das schreibe ich gerne auf, Moni. Und dann entscheiden wir hinterher nochmal mit der hoffentlich nicht mehr 50-50. Gibt es dazu Gegenrede? Dann machen wir das so. Dann springen wir jetzt erstmal auf den nächsten Punkt und schieben quasi die Entscheidung Brexit verhindern, Top 7, nach hinten. Top 8. Verkehrssicherheit gewährleisten, Diskriminierung von Cannabiskonsumenten verhindern. Wir haben einen Referenten, wir haben keine Debatte, Zustimmungsempfehlung zur Überweisung. Unser Antrag. Zielrichtung wäre trotzdem nett, wenn er mehr stünde als eigener Antrag. Lukas, nimm das bitte mit. Jetzt oder wann? Ja, wozu? Zu Top 8. Ich weiß nicht, was du willst. Ich habe den doch letzte Woche vorgestellt und darauf hingewiesen, dass Lukas nicht da ist, ihm ausgeholfen. Jetzt ist er da, jetzt könnte er zwei Sachen dazu sagen. Wir haben ihn ja abgestimmt, dass wir ihn einbringen. Ja. Schön wäre, wenn bei Zielrichtung ein bisschen mehr stehen würde. Wegen der Schönheit, alles klar, okay. Darf ich was dazu sagen? Ja, wenn du möchtest, sag was dazu. Ich möchte es auch noch ganz kurz machen. Gut, ich starte mal den Timer. Ich habe diesen Antrag, oder nein, wir haben ja diesen Antrag hier auch schon im Plenarmumble ausführlich diskutiert und ich gehe einfach mal davon aus, dass sich alle Beteiligten dann gut informiert fühlen. Mhm. Vielen Dank. 10 Sekunden, perfekt. Gibt es Anmerkungen zu Top 8 noch? Das ist nicht der Fall. Top 9. Aktivitäten der Lease GmbH und verbundener Organisationen unverzüglich unterbinden. Was sind das für Vögel?
Kein Referent, umgekehrtes Verfahren, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung noch offen. Grumpy. Nur kurz die Anmerkung, also die Abstimmungsempfehlung ist natürlich Zustimmung zur Überweisung und ansonsten, ich lese ja immer noch lies und nie lies, aber egal. Mhm. Isis, Isis. Ja, gut. Jetzt muss ich noch eben gucken in den Innenausschuss, hätten Sie es gerne. Ihr armen Vögel. Ja, gut, es ist wirklich traurig. Gut, umgekehrtes Verfahren, keine Rede, Zustimmung zur Überweisung in den Innenausschuss. 10. Chancen der Digitalisierung im Wissenschaftsbereich nutzen. Landesweit koordinierte Lizenzierung von digitalen Bibliotheksbeständen eröffnet neue Spielräume. Ein Antrag der CDU, kein Referent. Hier steht Joachim als Redner, keine Abstimmungsempfehlung, keine Zielrichtung. Also ihr habt euch enthalten im Ausschuss. Zusammen mit der FDP, Rot-Grün war dagegen, CDU war dafür. Gut. Hier mal referiert, Joachim hält das Referat, Abstimmungsempfehlung, Enthaltung. Und da wird gerade was in die Zielrichtung getippt. Sehr gut. 11. Tierschutz bei der Jagd stärken. Keine unsachgemäßen Einschränkungen bei Jagdwaffen. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles vorhanden. 12. Durchführung der Bundesjugendspiele in allen Schulen Nordrhein-Westfalens sicherstellen. Ein Antrag der CDU. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles enthalten. 13. Verfassungskonformität. Ja, auch dazu ein Satz, das ist ja sehr positiv. Unten in der Zielrichtung möchte daran erinnern, dass das durchaus kritisch gesehen wird, diese Bundesjugendspiele, weil sie tatsächlich sehr auf Leistung angelegt sind, dass immer die Hälfte der Leute keine Urkunde bekommt und vielen Leuten tatsächlich das für viele Leute das ein Problem ist an vielen Schulen. Also ist alles okay, aber ich würde das nicht so euphorisch toll sehen, wie das hier unten steht. Also ich sage jetzt mal auch noch mal so ein Stichwort Inklusion. Ja, so ein Rollstuhl ist schneller als ein 100-Meter-Läufer, wenn er mit einem vernünftigen Elektroantrieb. Lukas. Die Frage ist halt, ob man nicht damit verbunden sagen kann, dass wir die Bundesjugendspiele quasi fit für die Inklusion machen sollen, dass ein Konzept erarbeitet wird, wenn du sagst, das wäre sinnvoll, vielleicht reden wir noch mal auf einem kurzen Dienstweg miteinander, vielleicht können wir was dazu machen. Also ich muss mich korrigieren, auf 100 Metern ist der Rollstuhl wahrscheinlich langsamer, aber im Langstreckenlauf. Etwa ab 400 kippt es, ab 400 kippt es. Ab 400 kippt es, der Fachmann. Ja, da sind die Rollstuhlfahrer dann schneller, beim Marathon dann so eine halbe Stunde Vorsprung. Wenn die Batterie nicht vorher alle ist. Gut. Ja, Entschuldigung. Sei einfach mal Realität ins Ding. Ich habe immer Ehrenurkunden bekommen. War das gut? Ich habe immer Ehrenurkunden bekommen bei den Bundesjugendspielen. Genau. Es gab Siegerurkunden und alle anderen kriegten Ehrenurkunden. Ja, okay. Ich will ja eine Wortmeldung provozieren. Meine abschließende Bemerkung ist ganz einfach. Moni referiert hier in diesem Zusammenhang explizit oder rekurriert auf eine Petition aus dem vergangenen Jahr diesbezüglich, weil ja halt sozusagen es Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab oder gibt, die dann halt keine Urkunde bekommen könnten. So, das ist der einzige Grund. Ja, das tust du ganz eindeutig. Der Moni kennt gar keinen. Achso. Sehr belesen. Gut. Aber wir haben jetzt gehört, die Inklusion soll auch bei den Bundesjugendspielen Einzug halten, von daher. Warum geht es nicht weg? Ach so, weil wir hier sind. Gut. Gibt es noch Wortmeldungen zu Top 12?
Gut, dann kommen wir zu Top 13. Verfassungskonforme Regelung der Zwangsmedikation in Vollzugsgesetzen des Landes Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Ohne Referent haben wir gerade nicht. Olaf hat sich gemeldet, wenn keiner aus dem Rechtsausschuss möchte. Da haben wir eine Wortmeldung. Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir drin. Ja, ich hatte das mal, ich hatte diesen Punkt mal offen gelassen, weil Nico, der jetzt nicht da ist, sehr viel in Justizvollzugsanstalten unterwegs ist und da auch einiges hat und macht. Er hat sich da allerdings nicht eingetragen, sonst hätte ich es getan. Ich wollte ihm das allerdings offen lassen. Jetzt hatte Olaf sich eingetragen, ich habe mit Olaf schon darüber gesprochen. Ich meine, ich sehe das ein bisschen anders, als Olaf es da hingeschrieben hat. Abgesehen davon, wir haben auch eine Zwangsmedikationsregelung im bürgerlichen Gesetzbuch im Bereich des Betreuungswesens. Das ist an enge Voraussetzungen geknüpft, dass eben ein Betreuer überhaupt entscheiden darf, ob eine Medikation erfolgen darf oder soll. Das geht dann auch so weit, dass auch gerichtliche Genehmigungen eingeholt werden muss teilweise. Und solch eine Regelung, die geht es hier, die zu schaffen. Das hatte das Oberlandesgericht Hamm, war es, glaube ich, seinerzeit abgelehnt und entschieden, dass die Regelung, wie sie im Vollzugsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen drinsteht, unzureichend ist und nicht verfassungskonform. Wir haben sowas an vielen Stellen, auch gerade auf EU-rechtlicher Basis, dass eben oder auch auf bundesgesetzlicher Ebene, dass eben verfassungskonforme Regelungen herbeigeführt werden müssen, zum Beispiel Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuerrecht und. Da gibt es also noch einiges andere. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde natürlich selbstverständlich zu dieser Sache reden. Olaf, wenn du das unbedingt möchtest, dann mach das gerne. Wir werden uns vielleicht jetzt mal einig. Ich meine, ich sehe das ein bisschen anders als du. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine moralisierende und auch nicht Populist, ist kein Raum für Populismus an dieser Stelle, sondern eher ausschließlich notwendig, das hier mit einiger Nüchternheit und Sachlichkeit zu besprechen, auch im Plenum. Das ist kein reißerischer Antrag und das ist auch nichts, wo man unter die Decke gehen müsste. Allerdings ist der Anlass, den die CDU da in den Antrag geschrieben hat, ein bisschen sehr singulär. Um es mal vorsichtig auszudrücken, um daraus einen allgemeinen Grundsatz abzuleiten. Von daher wäre ich durchaus geneigt, deiner Intention da in etwa entgegenzukommen und zu sagen, ja, dann sollte man das mal überlegen und mal prüfen, ob und in welchem Umfang hier eine verfassungskonforme Regelung überhaupt notwendig ist. Und dazu soll es ja auch dienen. Es ist ja nicht eine direkte Abstimmung, sondern ich glaube, es ist eine Überweisung in den Ausschuss. Und dann würde das Thema eben auch im Ausschuss in bewährter Form nüchtern und sachlich weiter beraten werden. Also sei es drum, wie auch immer. Ich würde selbstverständlich dazu reden. Ich wollte dem Eindruck entgegenwirken, dass sich keiner aus dem Rechtsausschuss um dieses Thema kümmert oder keiner Bock darauf hat. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Olaf. Ja gut, ihr habt jetzt den Text gelesen, da unsere Zielrichtung, das war natürlich ganz klar, das heißt meine Intention, das, was ich zu dem Antrag denke. Das ist sicherlich eine Extremmeinung und die muss auch sicherlich nicht unbedingt von jedem so vertreten werden. Allerdings gebe ich eins, und damit hatte ich jetzt gerade auch den Dietmar mehr oder weniger bekommen ein wenig, als er das erstmals kritisch sah, die ist praktisch abgeschafft in Nordrhein-Westfalen, nämlich weil das Gericht gesagt hat, nee, aufgrund dieser Regelung gibt es keine Zwangsmedikation mehr. Das heißt, zurzeit kann kein Psychiater irgendwie eine Zwangsmedikation beantragen. Und das läuft seit einer ganzen Zeit. Wo sind die Probleme? Ich kenne keine Probleme aus Psychiatrien. Hat jemand irgendwelche Revolten, Mordanschläge in Psychiatrien auf Psychiater, Massenaufstände, irgendwas von gehört? Sind Psychiatrien niedergebrannt worden? Das sind nämlich immer so die Horrordinger gewesen, wenn man früher gegen diese Medikation sich eingesetzt hat. Dann wurde immer gesagt, klappt nicht, die Leute müssen ruhig gestellt werden, sonst dreht die ganze Psychiatrie durch und so. Nichts passiert. Selbst in der Forensik gibt es keine Probleme. Und in der Forensik, das sind die Leute, ne, die Straftaten begangen haben und jetzt in die Psychiatrie gekommen sind. Selbst die machen zurzeit keine großen Probleme. Selbst da ist jetzt eine Zwangsmedikation nicht möglich. Und ja,
Wenn dem so ist, dann scheint die ja gar nicht so dringend gewesen zu sein. Und in dem Antrag von der CDU steht auch nichts drin, dass es jetzt irgendwo Probleme gäbe und dass diese Probleme behoben werden müssen und dass wir deswegen ganz schnell wieder diese Zwangsmedikation brauchen. Und Zwangsmedikation, möchte ich irgendwie sagen, ist von allen Eingriffen, in meiner Meinung nach, von allen Eingriffen in die persönliche Freiheit der gravierendste, nämlich da, wo meine Körperschranke überschritten wird, wo sie völlig überschritten wird, wo ich völlig hilflos bin. Ja? Es ist nicht so, dass ich irgendwo eingesperrt bin, es wird in meinen Körper hineingemacht. Entweder mit irgendwelchen Psychosubstanzen, und darum geht es hier ja größtenteils, und die verändern meine Psyche. Und von daher, wenn es auch ohne geht, warum muss ich die Wiedereinführung fordern? Und deswegen möchte ich ganz, ganz klar dafür plädieren, sich das mal so im Kopf gehen zu lassen. Ich wollte das jetzt noch mal sagen dazu, weil mir das Thema doch aufgrund von, weil ich ein paar Betroffene kenne, doch ziemlich ans Herzen geht. Und deswegen ist es mir eigentlich auch ganz lieb, wenn Dietmar dazu redet, weil ich bin da vielleicht doch etwas emotional zu sehr involviert manchmal in dem Thema. Okay. Gut. Aber wie sieht die Lösung aus? Gut. Zustimmung zur Überweisung bleibt die Abstimmungsempfehlung und einer von euch beiden redet. Ihr einigt euch. Alles klar. Dann kommen wir zu Punkt 14, Jahresbericht 2015 gemäß § 28 Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, eine Unterrichtung durch das Kontrollgremium gemäß § 23 Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ohne Debatte. Das war das. Gibt es da weitere Wortmeldung zu der Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann springen wir zurück in unsere heutige Tagesordnung und kommen jetzt zunächst zu Top 7. Ich überspringe per Ordre de Mufti Top 7 und wir kommen zu Top 8, Open Antrag, weil der Nico ist nicht da und dann macht das gerade wenig Sinn, über Europa und eine Welt zu reden. Das ist nämlich sein Punkt gewesen. So, Open Antrag. Da wollte Herr Mario was zu sagen. Ja, in der Tat. Ich suche mir das mal gerade eben raus. Ich habe es hier liegen. Habe ich nicht. Also, wir haben jetzt ein... Viele von euch werden Mails bekommen haben aus dem Redmine. Zuweisung, Tickets neu. Daniel hatte sich dazu auf der Liste auch schon geäußert. Wir haben also jetzt durchgeforstet alles, was noch da war. An alten Mails haben die neu gemacht, haben das neu zugewiesen. Wir haben einen neuen Ablauf, den ich euch eigentlich gerne zugemäht hätte. Da fehlt nur eine Schleife noch drin. Die bekommt also jeder MDL, damit jeder ganz genau weiß, was passiert. Auch die persönlichen Mitarbeiter bekommen die Mails zu den Open-Anträgen. Wenn ihr wollt, stelle ich das mal eben ganz kurz. Ich hätte es gerne auf dem Bildschirm gehabt. Scotty, auf den Schirm, aber geht nicht. Also nach dem Antragseingang wird das Redmine-Ticket erstellt mit dem Vermerk. Dann wird der Antragsteller informiert. Das Redmine-Ticket wird an den jeweiligen Abgeordneten zugewiesen. Es gibt eine E-Mail an den MDL, an das Büro. Dadurch wird in Redmine das Ticket in Bearbeitung gestellt. Der MDL prüft den Antrag und ist dafür verantwortlich und macht auch einen Vorschlag dazu. Nach Rücksprache mit den Fachreferenten. Dann gibt es ein Feedback, das in das Ticket geht und der Antrag wird bei Übernahme in der Fraktionssitzung besprochen. Wenn er nicht übernommen, wenn der MDL also die Antwort gibt, dass es nicht übernommen werden soll, wird der Antragsteller darüber informiert. Das Ganze führt dazu, dass wir Anträge binnen 3 Wochen bearbeiten können. So dieses Mitmach-Tool Open Antrag zumindest umsetzen und ein wenig in der Öffentlichkeit klar wird, dass wir das nicht einfach nur als Meinungssenke verstehen. Dazu gibt es, wie gesagt, eine Grafik, die das mit, dazu können wir dann recht schon, ich brauche, also eigentlich läuft das dann einfach so, das ist meine idealtypische Vorstellung. Die Anträge, die in der Fraktionssitzung besprochen werden sollen, da müssen wir noch gucken, in welchem Zeitrahmen wir das machen. Das soll ja auch nicht ausufern, aber auch mit ein bisschen Ernsthaftigkeit und natürlich, bevor, wenn das von dem Fachreferenten begutachtet worden ist. Es macht nicht Sinn,
Anträge hier zu besprechen, zu denen keiner was weiß, zu denen es keine Informationen gibt. Also es soll schon sehr effektiv sein. Und damit hätten wir diese Baustelle Open Antrag nach 3 Wochen ein für alle Mal vom Tisch. Das ist der Plan. Wie gesagt, ich muss die Grafik noch einmal machen, schicke ich euch jetzt so zu. Ich habe mit Björn Kontakt, aber der war heute Morgen, sah er nicht aus wie Björn. 15. Ist fertig? Ja. Gut, 10. Gibt es dazu Wortmeldungen? Der Frank meldet sich. Ich habe jetzt Teile daran erkannt, aber ich wollte nur fragen, ist das die mit Gerrit auch durchgesprochene Ablaufversion? Gerrit und Björn haben das bilateral besprochen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, welcher dein Stand ist, was mit Gerrit besprochen worden ist. Es ging auch darum, dass es ja, was das Thema Reaktionszeiten und Übersicht anging, dass auch eine Reaktion kommt, dass auch der Verantwortliche. Genau, okay. Alles das waren aber Details, die du jetzt gerade nicht vorgelesen hast. Aber natürlich sind die Abgeordneten jetzt etwas mehr in der Verantwortung. Ja, kann. Klar. So soll es auch sein. Ich hatte so ein Ding, Reaktionszeit 1 Stunde. Gut. Weitere Fragen? Sie machen wir nicht. Meinung, Ideen, Vorschläge? Fühlt ihr euch gut informiert? Gut. Das ist nur rumverteilt. Also, hat Mario ja geschrieben. Genau, okay. Geschrieben, gesagt. Ja. Ich hänge das außen an die Bürotür mit den jeweiligen Zetteln. Wie viele Anträge bei den einzelnen Abgeordneten? Mayo und Ketchup. Pommes. Alles klar. Top 9. Sonstiges. Hat jemand etwas für Sonstiges? Vorher ist uns nichts gesagt worden. Moni. Ja, ich habe ein Problem oder eine Frage. Vielleicht könnt ihr mir einfach helfen. Ich bin nächste Woche Mittwochabend auf einer Podiumsdiskussion in der Gegend von Aachen um gebeten worden. Es gäbe zwar kein Wahlprogramm, aber ich möge doch bitte jetzt im Vorfeld, sprich bis zum Wochenende, Leitlinien unserer Partei an Sie schicken. Und mir ist jetzt nicht ganz klar, wo kriege ich die her, was ist das? Und habt ihr vielleicht eine Idee, was ich da irgendwie, also er möchte sich offensichtlich irgendwie, möchte man sich über unser Programm, was auch immer, ja, aber der will jetzt nicht so ein Buch haben, der möchte das auf 2 Seiten. Und vielleicht, dass ihr habt ihr irgendwie eine Idee, was ich dem schicken könnte? Flyer? Tore sagt Flyer, wer sind die Piraten? Es gibt da einen wunderbaren Flyer, wer sind die Piraten, mit diversen Grundlagen. Okay, drin. Flyer auf so. Die Idee, ist so gut. Dann gucke ich mal Flyer durch, welche ich nehmen kann. Herzlichen Dank, das war's nur. Ich war etwas... Du bist ja auch, Moni, du bist doch heute Abend auch in Aachen, oder? Ja, aber woanders Aachen. Das ist ja egal. Aber du kannst auch die nochmal fragen, ob sie da irgendwie dir was an die Hand geben können. Die haben das nämlich auch. Nein, aber die haben das. Die können dir das geben. Ansonsten kannst du eigentlich auch nur Leitlinien der Fraktion dahin schicken und nicht der Partei, weil du kannst das ja nicht entscheiden. Und, egal. Wir haben einen lilanen Flyer, der ist ein bisschen was Böses. Das würde auch für Leitanträge. Der lilanen Kurzwahlflyer. Leitanträge mit D. Moni, ist dir geholfen oder du guckst so ein bisschen? Entschuldigung. Das ist gut mit den Flyern, aber ich habe dann da in der Ecke, was es gibt. Alles klar. Gut, Moni fühlt sich ausreichend mit Flyern versorgt. 12.18 Uhr. Gibt es jetzt noch irgendetwas? Sonst würde ich jetzt eine Pause machen bis 12.30 Uhr, damit die Raucher zu ihrem Recht kommen. Und danach rufen wir nochmal den Brexit-Teil auf. Dann haben wir noch mal eine Viertelstunde Brexit und dann gehen wir in den nicht öffentlichen Teil. Also jetzt Pause bis 12.30 Uhr. Gut Dampf, oder wie das heißt. Wir springen zurück in Top 6 und in Top 6 springen wir auf den Tagesordnungspunkt Donnerstag Brexit. Ihr wisst Bescheid. Moni ist die Erste auf der Rednerliste. Weiter geht's.
ja, also 15 Minuten starten. Ja, brauche ich nicht. Ich wollte nur sagen, das, was gerade gesagt worden ist, tatsächlich, wir haben hier mal eine Vereinbarung getroffen, dass wir auf die Anträge gehen, wo ganz eindeutig es unser Kernthema ist und das, was wir verfolgen. Und ansonsten kann man durchaus Dingen zustehen. Und wenn ich jetzt sehe, die Hälfte der Leute, die hier sind, die haben große Kritik an dem Antrag, dann weiß ich nicht, wo eine Begründung ist, da drauf zu gehen. Nochmal, wir haben gesagt, nur wenn es unser Kernthema betrifft, wenn das eine ganz feste Meinung von ist, dann gehen wir auf einen Antrag draus. Und das sehe ich an dieser Stelle bei diesem Thema einfach nicht gegeben. Nach dieser Diskussion, wie sie auch vorhin hier geführt wurde. Weitere Wortmeldungen. Grumpy, dann Toso, dann Gerhard. Ich zitiere kurz aus unseren Grundsätzen der Partei, die uns hier in den Landtag gebracht hat. Unser Ziel ist es, durch eine gemeinsame Verfassung konstituiertes, rechtsstaatliches, demokratisches und soziales Europa zu gestalten. In einem Europa der Bürger und Regionen steht der Mensch mit seinem Handeln im Mittelpunkt. Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung am politischen Prozess auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene müssen transparent, einfach wahrzunehmen, barriere- und kostenfrei gestaltet werden, um die Demokratie und mit ihr die europäische Einigung zu stärken. Ich sehe selber ein Verlust Großbritanniens persönlicherweise als Schwächung des bisherigen Europa, dass es auch einen Neustart auf gesamteuropäischer Ebene braucht, sei es im Rahmen von Dingen wie der digitalen Revolution und einer daraufhin auch allem, was da hinten dran hängt, einer neu ausgerichteten Sozialpolitik, kann ich tatsächlich nach wie vor mich für diese Resolution aussprechen und werde auch weiterhin bei dieser Meinung bleiben. Vielen Dank. Toso. Ja, im Endeffekt die gleiche Kerbe, die Grumpy gerade schon geschlagen hat. Wir sind eine sehr pro-Europa aufgestellte Partei. Wir sehen, dass das aktuell in Europa nicht sinnvolle Dinge getan werden. Nichtsdestotrotz ist die Idee von Europa die richtige. Und das befeuert nur ein weiteres Zusammenarbeiten und nicht ein Auseinanderdriften, um das Ganze besser zu machen und die Idee besser zu machen. Deshalb sehe ich da schon sehr kernnah. Und ich finde halt auch, wenn man sich passiv dazu ausspricht, dass man sich halt über ein weiteres, besseres Zusammensein freut, nicht als so kritisch, als dass man sagen muss, wir mischen uns da in eine Volksabstimmung, in innere politische Willensbildung eines anderen Mitgliedstaates ein. Das ist es eben nicht, sondern man sagt einfach, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt und dann ist gut. Gerhard. Ja, jetzt auch gerade ganz aktuell anlässlich der letzten Ausführungen. Es ist ein großes Thema, Europa, ne? Ist auch ein Schlagwort. Wenn ich Europa höre, dann denke ich an einen Raum von Dublin bis Moskau, von Bergen bis Malta. Das alles ist erstmal Europa und nicht die Europäische Union, aber das mal nur als einleitende Bemerkung. Das sind also verschiedene Dinge und ob es tatsächlich ein einheitliches Europa gibt, da würde ich vor dem Hintergrund ein großes Fragezeichen hintersetzen. Nur ein paar punktuelle Geschichten. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, Joachim, du hast ja gerade, wie Tom auch, den wirtschaftlichen Gesichtspunkt mit in den Vordergrund gerückt und gesagt, Wirtschaftskräfte in Norwegen hätten bedauert, dass sich die Bevölkerung des Landes zweimal gegen einen Beitritt zur Europäischen Union ausgesprochen habe. Es scheint dem Land aber nicht wirtschaftlich geschadet zu haben. Ich habe gerade mal schnell nochmal das Bruttoinlandsprodukt aller Länder weltweit aufgerufen aus dem Jahr 2013. Und da steht Norwegen auf Platz 2. Also da bräuchte ich nochmal eine Menge mehr Argumente, bevor ich nachvollziehen könnte, dass, ja, ich kenne doch den Hintergrund, aber darum wird ja die Behauptung, dass es Norwegen schlecht geht, weil sie nicht Mitglied der Europäischen Union sind, nicht richtiger. So. Und alles andere ist ein bisschen, finde ich ein bisschen, also wie gesagt, aber egal, ich will auch gar nicht auf den Punkt, deswegen finde ich ein bisschen hypothetisch zu sagen, es könnte Ihnen noch besser gehen. Ich könnte ja
Der andere Kritikpunkt, oder sagen wir, die andere Frage, die ich nochmal aufwerfen möchte, ist, das hat sich, ich weiß, dass du das nicht meinst, aber ich polemisiere jetzt mal ein bisschen. Was du gerade beschrieben hast, ist für mich ein bisschen die marktkonforme Demokratie gewesen. Also der wirtschaftliche Gesichtspunkt steht im Vordergrund und dahinter tritt zurück das Thema der Demokratie. Das demokratische Defizit in der Europäischen Union ist ja ein seit vielen Jahren beklagtes und immer noch nicht behobenes. Das hat auch sehr viele Aspekte. Aber das ist für mich ein Gesichtspunkt, der in diesem Antrag eben überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. Das sind ein bisschen zwei verschiedene Ebenen. Man kann jetzt also eine bestimmte inhaltliche, wirtschaftliche Diskussion führen und man kann eine formale Diskussion führen über Demokratie. Das sind ein bisschen, sind wie gesagt, verschiedene Ebenen. Sind aber aus meiner Sicht beide gleich wichtig. Und der Punkt der Demokratie, des Volksentscheides, wird eben in diesem Antrag überhaupt nicht aufgeworfen. Ich könnte mich, wie gesagt, noch, ich persönlich fände es dann noch akzeptabel, wenn das da problematisiert würde. Aber hier ist viel von Geschichte, hier ist viel von Wirtschaft die Rede und so weiter. Aber die Bedeutung, die ein Volksentscheid aus direktdemokratischer Perspektive hat, die wird hier überhaupt nicht, das wird hier überhaupt nicht dargestellt. Und deswegen finde ich den Antrag unzulänglich. Danke. Gut. Der nächste ist Frank. 9 Minuten darf ich, okay, super. Ja, ich bin absolut pro Europa, in Europa groß geworden, möchte, dass das so bleibt, möchte, dass die Staaten weiter so, weiter zusammenbleiben, alles, wohin ich gehen kann, ohne ins Wasser zu fallen. Ja, okay, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Osten hat eine Grenze. Osten hat eine Grenze. Ich glaube und meine, wir müssen diese Länder sogar noch weiter zusammenbringen, als sie im Moment sind. Und glaube, dass das von innen kommen muss, von den Menschen kommen muss. Die müssen das leben, die müssen das wollen. Das kann man alles nicht verordnen. Und ich wünsche mir sehr, dass bei diesem Volksentscheid, bei dem Referendum, was Großbritannien jetzt macht, die Menschen in Großbritannien sich für Europa entscheiden. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil sie müssen es halt leben. Was ich sehr schwierig finde, ist, was bisher schon gemacht wurde, um die Regierung und auch die Menschen zu überzeugen, in der EU zu bleiben. Die vielen Zugeständnisse, die gemacht worden sind in den Verhandlungen jetzt. Da sind, glaube ich, da sind eine Menge Sachen dabei, die würden wir nie mittragen, hier als Piraten. Gerade weil hier Thema Sozialpolitik, da sind heftigste Einschnitte vereinbart worden für EU-Bürger, die nach UK, nach Großbritannien rübergehen. Kann man eigentlich nicht gut finden, wenn man Europa gut findet. Und gut, das muss in so einem Antrag nicht drinstecken, aber wenn da halt drinsteht, wir verbinden die Hoffnung, dass unzählige Kontakte und weiter unkompliziert fortgeschrieben und weiterentwickelt werden, da ist einiges überhaupt nicht unkompliziert und weiterentwickelt worden, sondern es, wie gesagt, es sind Zugeständnisse gemacht worden, die man eigentlich, wenn man gemeinsam Europa gestalten will, nicht annehmen sollte. So. Problem mit dem Antrag, ich glaube, den brauchen wir nicht. Punkt. Also ich glaube nicht, dass wir da drauf müssen. Ich weiß bis jetzt nicht, wohin der Antrag geht. Ich meine jetzt irgendwelche Szenarien, dass dem Botschafter überreicht wird und da wird dann halt von der Sun eine Riesenaktion draus gemacht, von wegen, hey, in Nordrhein-Westfalen hätten wir früher lieber platt machen sollen, die mischen sich jetzt hier in ihren Angelegenheiten. Keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht konstruieren. Aber hier nur schönreden, wie toll das wäre, gleichzeitig wissend, dass also Zugeständnisse gemacht worden sind, die man eigentlich nicht gutheißen kann, davon steht hier nichts drin. Ja, insofern würde ich mich von meiner Seite eigentlich hier gerne raushalten wollen. 3 Minuten, Punkt. Ja, ich wollte nur noch mal dieses Norwegen-Argument klar machen. Es ging mir nicht darum, da die norwegische Wirtschaft schlecht zu reden. Sie würden darunter leiden. Das Problem ist,
dass Norwegen aufgrund des gemeinsamen Wirtschaftsraums, in dem es übrigens Zahler ist, 338 Milliarden Euro jährlich, sich Regelungen, die in Brüssel getroffen werden, unterwerfen muss, ohne dass das Land selber Einfluss darauf nehmen kann. Das heißt, der Volksentscheid in Norwegen hat dazu geführt, dass Norwegen selber aufgrund der internationalen Verflechtung, Wirtschaft kennt keine Grenzen, wisst ihr ja auch alle, gezwungen ist, sich der EU zu unterwerfen, ohne selber Einfluss nehmen zu können. Und das ist der Grund, weswegen norwegische Politiker dauernd nach London pilgern und die Engländer warnen. Das ist natürlich jetzt kein Argument in dem Sinne für diesen Antrag. Ich habe vorhin meine Begründung oder die Erwähnung Norwegens damit eingeleitet, dass ich gesagt habe, der Antrag geht nicht so weit wie der Rat norwegischer Politiker an die Briten, sondern ist vielmehr Ausdruck eines Wunsches. Und nochmal was zu Europa, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, so wie es jetzt ist. Das habe ich vorhin auch gesagt, das wissen wir alle. Ich bin aber der Ansicht, dass eine Europäische Union ohne Großbritannien, ohne UK, Nordirland mitgerechnet, nicht besser ist als eine mit. Und dass, wenn man Europa weiterentwickelt, die Europäische Union weiterentwickelt, die britische Stimme nach wie vor zählen sollte. Und das wird sie dann nicht mehr. Und das ist für mich die Hauptmotivation, auf diesen Antrag zu gehen, der für mich die Äußerung eines Wunsches an die Wahlbürger in Großbritannien, in UK ist, sich pro Europa zu entscheiden. Das ist alles. Ich stehe nach wie vor dazu und ich kann auch nur noch davor warnen, ich stelle meine Rede morgen zu dem Thema, ich bin ja eingetragen, zur Disposition, es sei denn, die Fraktion erklärt sich damit einverstanden. Sollte es bei dieser Meinungsvielfalt oder bei dieser Spaltung in der Fraktion bleiben, dass ich die Positionen der Fraktion in der Rede beide darstellen werde, mit dem Ausdruck des Bedauerns, dass wir nicht mit auf dem Antrag sind. Wenn ihr damit einverstanden seid, halte ich die Rede sonst nicht. Ja. Also ich glaube, es sind ja schon viele Aspekte hier, Argumente ausgetauscht worden, Pro und Contra. Ich betrachte den Antrag einfach so, wie er da steht, nüchtern und sachlich, und er ist falsch. Er fängt schon falsch an. Es ist einfach unzutreffend, dass Großbritannien 1963 den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft beantragt habe, was dann 1973 erfolgt ist. Das ist Unsinn. Der Beitritt zur EWG, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Antrag, erfolgte 1961 und scheiterte 1963 aufgrund des Widerstands Frankreichs. Und daraufhin hat Großbritannien erneut einen Antrag auf Aufnahme gestellt. Das muss man einfach auch mal betrachten. Das heißt, er ist von der Historie schon falsch, der Antrag. Wenn wir also so einen Antrag mittragen, dann mag er bitte auch inhaltlich korrekt sein. Und dann geht's weiter. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, wovon reden wir eigentlich? Wir reden hier von Großbritannien und wir reden von Nordirland. Ja? Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Großbritannien, vor allem mit dem Südosten Englands und dem Großraum London, kommt daher für Nordrhein-Westfalen eine große Bedeutung zu. Warum eigentlich? Du hast den verlinkten Antrag aus der Datenbank, ne? Das ist nicht der aktuelle Stand. Das ist ja falsch. Du hast den alten. Du musst bitte den. Tom hatte per Mail einen neuen rumgeschickt. Ja, das ist der. Die haben die Datenbank. Das ist der. Entschuldigung, aber das ist der. Das ist der. Das ist der Antrag. Das ist der Antrag. Hier steht es drin: Die Aufnahme Großbritanniens. Ich habe nochmal neu geladen. Die Aufnahme Großbritanniens in die EG zum 1. Januar 1973. Das Vereinigte Königreich hat 1963 einen ersten Antrag auf Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft gestellt. Das ist einfach falsch. Das ist eine falsche Feststellung. So, und dann geht das weiter. Wieso hat Land das Land Nordrhein-Westfalen ausschließlich, wenn es zu Großbritannien doch so eine große Bindung hat und Nordirland? Warum geht es hier um den Großraum London? Wo ist jetzt hier die Wirtschaftsbeziehung zum Großraum London? Das ist eine ausschließlich finanzmarktpolitische Entscheidung, die hier getroffen werden soll. So, da muss man doch mal ganz klar sehen. Und das in Zeiten von LuxLeaks, Panama Papers und dergleichen mehr. Da muss man doch mal hinterfragen, was läuft hier eigentlich ab? Und wieso ist es der Südosten Englands? Gibt es da Blumen oder wie? Nein. Ja, wie nein? Ja, bitte, sag kurz. Also historisch gewachsen ist tatsächlich eine extrem intensive Handelsbeziehung, gerade aus der Mitte Nordrhein-Westfalens in den Südosten Englands, speziell nach London. Bis zum 18. Jahrhundert war der Vorstand der Londoner Handelskammer beispielsweise immer ein Kaufmann aus Dortmund.
Dortmund als Gründungsmitglied der Hanse, meine Heimatstadt, ich kenne da ein bisschen von. Also die historische Herleitung ist durchaus richtig. Sämtliche Wolle, die in Europa über England gehandelt werden musste, musste über Nordrhein-Westfalen gehandelt werden. Alles schön. Und das in mehreren Jahrhunderten tatsächlich. Alles schön. Also historisch ist die Herleitung nicht ganz falsch. Na gut, ist ein Teil. Mag ja durchaus sein. Aber wir reden hier nicht von Großraum London und von Südosten England, sondern wir reden hier, dieser Antrag spricht von Großbritannien. Großbritannien soll in der EU bleiben. Und das vor der Annahme, dass 1963 die Großbritannien den ersten Antrag auf Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft gestellt hat. Mein Gott, da reicht doch ein Blick in Wikipedia, dass das nicht stimmt. So, und wenn ich auf so einen Antrag gehe, dann muss der Antrag aber auch dann bitte richtig sein. Und er ist falsch. Und alleine weil der falsch ist, kann ich das nicht unterstützen, dass es so bleibt. Oder der Antrag wird geändert. Auch die Prosa wird geändert. Muss. Wo sind denn die Europapolitiker? Gut. Wo sind sie denn? Das war deine Zeit. Ja. Ja, Mario, 50% hat ja davon eine Toso. Nee, ich habe dir dafür extra Zeit gegeben. Danke, Toso, für deine Erläuterung. Mario, du hast noch eine Sekunde. Go. Kann es sein, dass der Antrag ohnehin angenommen wird? Danke. Ja, warum reden wir hier denn? Weil die Frage ist, ob wir mit drauf gehen. Who cares? Um das mit den Briten zu sagen. Gut. Liebe Leute, jetzt ist genau die 40-Minuten-Marke für unsere nicht öffentlichen Teile erreicht. Ich muss trotzdem fragen, wer ist dafür, dass wir nochmal 15 Minuten dranhängen, um über den Brexit-Antrag zu reden? Bitte jetzt melden. Wer ist dagegen? Achso, dagegen nochmal zurück. Gut, dagegen weiterzumachen. 5 dagegen, keiner dafür, der Rest enthält sich, augenscheinlich. Gut, dann machen wir jetzt da nicht weiter. Dann stelle ich jetzt folgende Frage. Wer ist dafür, dass wir auf diesen Antrag mit drauf gehen? Der möge sich jetzt melden. Wer ist, achso, bitte notiere. Grumpy, Michel, Toso, Joachim, Lukas. Schreibst du? Joachim hatte sie auch gemeldet, der hat die Hand inzwischen runter. Lukas hat die Hand inzwischen auch runter. Geschrieben? Namen? Ja, bitte, wir sind im öffentlichen Teil. Grumpy, Michel, Toso, Joachim, Lukas. Hast du? Wer ist dagegen, auf diesen Antrag zu gehen? Frank? Toso? Olaf? Dietmar? Stefan und Moni? Ich darf nicht mitstimmen. Ja, yeah. Frank, Danebot, yeah. Olaf, Dietmar, Moni, Stefan. Wer enthält sich? Ja, das geht ja gar nicht. Langweilig. Nico, what's your choice? Nico nimmt nicht teil. Dann gehen wir nicht auf diesen Antrag. Können wir für Joachim noch abstimmen? Wer dafür nicht abstimmen? Eine Probeabstimmung machen sozusagen. Meinungsbild. Wer wird für diesen Antrag stimmen? Ist das Meinungsbild, was du hättest, ne? Genau. So. Wer wird für diesen Antrag stimmen? Würde. Meinungsbild 8 Leute. Wer wird gegen diesen Antrag stimmen? Wer wird sich bei diesem Antrag enthalten? 5 würde, hätte, wäre, könnte. 5 Enthaltungen. 8 Leute sagen, sie würden dem so zustimmen. Und immer noch ist einer absent. Ich hätte auch so, wir holen ihn jetzt zu. Frank hätte auch gerne ein Meinungsbild. Wer ist für den Verbleib von Großbritannien in der EU? Nächstes Meinungsbild. Wer ist für den Verbleib von Großbritannien in der Europäischen Union? Wird gefragt.
Hier ist, wird gerade gefragt. Tun wir so, als seien wir die Briten. Wir dürfen jetzt auch abstimmen. Schotte oder Engländer? Wer ist gegen den Verbleib? Wer der stimmberechtigt ist, ist gegen den Verbleib. Wer möchte, es ist nur ein Meinungsbild, brauchst nur die Zahlen, ne? Hast du die Zahl? Zahl hast du. Hast du die Zahl, wer dafür ist? Okay, nochmal, wer ist für den Verbleib Großbritanniens und Nordirlands in der Europäischen Union? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? 4. Jetzt will ich aber auch wissen, ob Großbritannien und Nordirland zu Schengen beitreten sollen. Puh! Nein. Nein, ich nicht. Gut, dann sind wir am Ende der öffentlichen Sitzung. Wir verabschieden uns vom K-Office und von dem Stream. Auf Wiedersehen. Wir gehen jetzt in die Fraktionsöffentlichen und dann mit Mitarbeitern und dann internen Teil. Auf Wiedersehen. Popcorn. Hallo Stream. Hallo Hatting, da sind wir wieder. Wir haben einen Tagesordnungspunkt vergessen. Und zwar haben wir den Top 7. Besetzung des Ausschusses A06 Europa und eine Welt. Kurz zurückgestellt, da der Nico nicht da war und Nico hatte gestern in der Vorstandssitzung über diesen Punkt reden wollen. Doch, wir wollten das auf jeden Fall mit dir machen. Ja, ja. Gut. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Besetzung des Ausschusses A06 Europa und eine Welt. Im allerschlimmsten Fall muss der Nixus gleich erzählen, was die Kernarbeitskreise für eine Meinung haben. Ihr habt lange diskutiert gestern. Nicht hier. Gut, Nico. Danke. Also ich hatte das vor einiger Zeit, als die Entscheidung halt frisch war, selber den Top beantragt. Aber dann kamen terminliche Kollisionen dazwischen. Entweder war Joachim nicht da oder ich war nicht da. Deswegen hatte sich das jetzt etwas geschoben. Mir ging es nur darum, hier auch der Fraktion Rede und Antwort zu stehen. Jetzt ist schon einiges an Zeit vergangen und ich habe auch mich erklärt in meinem Blog und wir haben auch so Gespräche geführt. Ich glaube, der Redebedarf ist jetzt nicht mehr so groß, wie er vielleicht dann kurz nach der Entscheidung war. Ich will ihm jetzt auch keinem hier ein großes Fass aufmachen, wenn offensichtlich keins da ist. Ich denke, es war eine Gewissensentscheidung, die ist soweit klar geworden und dazu stehe ich und bitte dafür die Fraktion um Verständnis. Und ja, wie ihr seht, halte ich mich dann ansonsten aus den Europadebatten jetzt eher raus, um dann auch der neuen Konstellation die Chance zu geben, dann dort zu wirken. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich dann nicht nur den Vorsitz niedergelegt habe, sondern auch als ordentliches Mitglied aus dem Ausschuss rausgegangen bin. Ich denke, das ist ein Gebot der Fairness und ja, dabei möchte ich es dann an der Stelle auch bewenden lassen, wenn von eurer Seite aus keine Fragen sind. Danke. Grumpy. Vielen Dank, Nico, von meiner Seite auf jeden Fall, auch für die nochmalige Wiederholung der persönlichen Erklärung. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir auch gestern in der Referentenrunde und auch in den Kernarbeitskreisen diesbezüglich ja nochmal eine Debatte hatten. Denn vielleicht war diese Wiederholung von dir tatsächlich nötig, denn auch dort hieß es dann jetzt auf einmal, man würde dir in den Rücken fallen, wenn wir jetzt sozusagen hingingen und den Vorsitz im Europaausschuss neu besetzen würden. Ich gebe dir das ganz einfach nur zur Kenntnis. Das war mehr oder weniger so die Grundstimmung, die seitens der Referentinnen und Referenten vermittelt wurde. Wir hatten hier ja schon zwischendurch auch in der Fraktionssitzung mal so das Meinungsbild abgefragt, wie wir das sähen und waren ja, soweit ich es in Erinnerung habe, darüber eigentlich übereingekommen, dass wir sehr wohl den Europaausschuss mit einem neuen Vorsitz sehen wollen würden. Vielleicht kannst du da noch mal zwei Takte zu sagen? Ja, sehr gerne. Also wie bereits erwähnt, das war eine persönliche Entscheidung aus
Gewissensgründen. Und es gibt jetzt für diese Frage der Neubesetzung, gibt es Pro und Kontras, das kann man einschätzen, wie man will. Ich persönlich würde es nicht als Affront auffassen, wenn die Fraktion sagt, uns steht der Ausschussvorsitz zu und wir werden ihn wieder neu besetzen. Das wäre aus meiner Sicht wäre das okay, also es wäre, wie gesagt, kein Affront. Man muss aber natürlich unabhängig davon die Pro und Kontras abwägen. Die Optionen stehen im Raum, sie wurden offensichtlich in der Referentenrunde schon diskutiert und letztlich muss die Fraktion das entscheiden. Also ich habe da keine Aktien im Feuer, kann da mit jeder Entscheidung der Fraktion leben und ein neuer Vorsitzender hat ja dann auch nicht den, sag ich mal, das Baggage da, ist ja in einer anderen Situation dann und hat auch nicht den gleichen persönlichen Hintergrund, den ich habe, der mich halt zu dieser Entscheidung geführt hat. So, also das muss dann jeder für sich selber klarkriegen. Jetzt, wo die Ausschussreise aber auch vorbei ist, ist die Situation schon etwas anders. Gut, ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich hoffe, dass damit jetzt geklärt ist, dass wir dem Nico nicht vor den Kopf stoßen, wenn wir den Ausschuss neu besetzen mit einem neuen Vorsitzenden. Beim letzten Mal ging die Meinung in die Richtung, dass wir ein neues Mitglied auf jeden Fall bestellen wollen und auch den Vorsitz besetzen wollen. Joachim hatte gesagt, er will im Ausschuss bleiben, aber nicht den Vorsitz übernehmen. Wir hatten darum gebeten, schon vor 2 Wochen, dass sich jeder mal Gedanken macht, wer diesen Ausschussvorsitz denn übernehmen könnte, denn ohne Kandidaten wird das hier nichts. Und deswegen rufe ich dazu auf, zu diesem Thema bitte einmal Wortmeldungen. Joachim. Es besteht die Option, das haben wir vor 2 Wochen auch schon besprochen, dass wir nur das Ausschussmitglied besetzen und auf den Vorsitz verzichten. Ich halte das im Hinblick auf die Zeitlänge, das sich einarbeiten und den Rest der Legislaturperiode für die pragmatischste Lösung, dass wir den Vorsitz des Ausschusses zur Verfügung stellen. So ein Vorsitz bindet auch Kräfte. Und gerade bei so einer kleinen Fraktion sollte man sich das überlegen, ob das noch Sinn macht, sich dafür die Person, die sich dafür interessiert, da einzuarbeiten. Von daher würde ich mich dafür aussprechen, dass wir nur das Ausschussmitglied neu besetzen und nicht den Vorsitz nochmal beantragen. Ja, klar, bindet das Kräfte. Nichtsdestotrotz, wir haben uns hier hin wählen lassen. Wir haben uns mit den Eckbedingungen dieser ganzen Veranstaltung dieses Landtages bereit erklärt, da mitzumachen. Und dann müssen wir auch die eine oder andere Pflicht mit übernehmen. Und wenn wir uns hier damit einverstanden erklärt haben, sowohl die Ausschussbesetzung wie auch die Besetzung der Ausschussvorsitzenden im Einklang mit den anderen Fraktionen zu übernehmen, dann können wir jetzt nicht sagen, pass mal auf, im letzten Jahr bringt das eh nichts mehr, kein Bock mehr drauf, habe ich Besseres zu tun. Das ist nicht das, was die Pflicht eines dieses Parlamentarismus mit sich bringt. Also ich finde schon, dass wir das leisten können müssen. Ich schlage Dietmar vor. Also wir hatten darüber ja auch eigentlich schon geredet und genau. Warteten nur noch auf jemanden, der sagt, ich mache das jetzt. So Selbstvorschläge wären gut. Grumpy. Das mag Gründe haben. Ja, ich selber sähe die Möglichkeit tatsächlich, ich habe damals Europa ja eigentlich nur aus dem Grund aufgegeben, zeitlich, wegen des BLB-Untersuchungsausschusses. Sähe aber die Möglichkeit, in Rücksprache mit jemand anderen, der dem BLB-Ausschuss zusätzlich stellvertretend bespielen könnte, dass ich wieder in den Europaausschuss zurückkehre. Denn in der Sache war das ja zum damaligen Zeitpunkt schon mal eine schwerste Entscheidung, weil das ist ja wirklich mit die härteste Kollision. Das würde halt voraussetzen, dass sich noch jemand bereit erklärt, Frank,
dann freitags im Vorfeld, vielleicht auch noch in Rücksprache mit mir, weil es geht dann halt einzig und allein um diesen Freitag, wo in der Regel die Europasitzungen sind, die dann mit dem BLB kollidieren, zu unterstützen. Toso. Grumpy, ich finde, du hast dich doch jetzt gerade in die PGF-Geschichte so reingebohrt, dass das auch eine sehr wichtige Geschichte ist. Und wir sehen bei den anderen PGFs, dass sie, nein, das will ich auch gar nicht, dass die eben nicht verantwortungsvoll in irgendeinem Ausschuss mitarbeiten, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen. Ja, aber es funktioniert ja auch mehr schlechter als recht, sagen wir mal. Und Ausschussvorsitzender von denen ist keiner. Ich weiß nicht, ob das immer sinnvoll ist, alleine weil du so viel Anwesenheit im Plenum nicht nur machen musst, ja, sondern auch tatsächlich machst, ist das dann nicht ein gewisses Maß an Überlastung? Sollte man das nicht versuchen, gleicher zu verteilen in der Fraktion? Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die nicht so viele Aufgaben haben, vor allen Dingen nicht so viele Verantwortliche. Ja. Der guckt mich so an. Ja, ich habe ja schon mal, als wir dann ganz schnell abstimmen sollten, ob wir denn überhaupt noch irgendwas machen in Europa, habe ich ja schon mal gesagt, ja, natürlich sollen wir da was machen. Und habe dann, glaube ich, weiß nicht, was ich gesagt habe, wofür ich kandidiert oder mich zur Verfügung gestellt habe. Ich weiß nicht, ob, wie man das jetzt entscheiden kann. Ich bin immer noch stellvertretendes Ausschussmitglied Europa, was allerdings die ganze Zeit auch schon kollidiert, einmal mit dem Kommunalausschuss und auch mit der Stellvertretung BLB, die zeitgleich stattfinden. Insofern kann ich von der jetzigen Konstellation der Aufgaben, die ich an einem Freitag habe, eigentlich da gar nichts zusagen, nicht wollen schon. Da müssten aber natürlich auch noch andere Gespräche geführt werden, inwieweit man da Dinge umstellen kann. So wollen, und zwar vor dem Hintergrund, ich habe eben schon mal gesagt, Europa ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten gestern im Kernarbeitskreis hier auch eine Diskussion, da ging es um die Einflussmöglichkeiten, die man halt hat, Vorsitzender, Nicht-Vorsitzender oder Vorsitzende anderer Fraktionen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir als Piraten diesen Vorsitz weiter übernehmen sollten. Wir haben auch die Tage schon gezählt und die Zahl der Sitzungen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, aber es sind ja nicht mehr so viele. Nico hat auch schon gesagt, die Reisesachen sind vorbei. So viele Dinge gibt es da nicht mehr zu tun, außer jetzt das zu leiten. Ein Aspekt habe ich allerdings im Kopf, und das finde ich sehr wichtig und wertvoll, dass wir da noch unsere Farbe als Piraten reinbringen. Das ist das Thema EU-Datenschutzreform. Das ist etwas, was die europäischen Länder betrifft in der Umsetzung, was uns hier in Nordrhein-Westfalen betrifft, was meiner Meinung nach auch den Europaausschuss durchaus noch betrifft, wäre zumindest ein Versuch wert. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Entwicklung und Frieden, wofür die Frau Böselager auch gerne steht und ihre Punkte da einbringt, was wir aber auch in einer bestimmten anderen Färbung, Thema Nachhaltigkeit und so weiter, unterstützen könnten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt Interesse habe ich, Wunsch, Willen, Energie hätte ich dafür auch noch, aber die Möglichkeiten, ohne Rücksprache jetzt hier geführt zu haben mit Hose oder sowas, habe ich eigentlich nicht. Insofern wäre ich für eine Verschiebung der Abstimmung, falls es hier jetzt ansteht. Ich fände es sowieso gut, wenn sich da noch mehr Meinungsbildung, Meinungen gebildet würden und wir jetzt nicht von jetzt auf gleich hier entscheiden. Also, wenn Adelina das nicht macht, mache ich es jetzt kurz. Oh. Wir schieben das schon seit 3 Wochen vor uns her. Ja. Ja, gut. Also die Sondersitzung ist jetzt vielleicht nicht das Schlimme, aber wenn wir hier... Ich würde schon gern was sagen.
Wir müssen halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Toso. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich fände es total toll, wenn wir Moni davon überzeugen könnten, den Ausschussvorsitz zu übernehmen. Moni, du hast Zeit dafür. Sehr viel Erfahrung da drin, hier auch die formalen Dinge alle auf die Reihe zu kriegen. Und soweit ich weiß, ist der Schulausschuss selten freitags. Das würde wahrscheinlich da am besten reinpassen. Deshalb fände ich das total toll, wenn wir dich da überzeugen könnten. Ich sag da mal gerade was zu. Also ich hatte das gerade schon gesagt, das stimmt. Ich habe freitags keinen Schulausschuss, ich habe freitags Gruppensitzungen in Münster vom Schulausschuss vom LWL, nicht jeden Freitag, circa zweimal im Monat, da müsste ich halt gucken. Ich sehe mich nicht als Ausschussvorsitzende in einem Ausschuss, wo ich inhaltlich, wenn wir mal ehrlich sind, kaum Ahnung von habe, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Bitte? Ja, also habe da auch schon mal mit Joachim drüber geredet und ich sage auch ganz deutlich, ich bin im Moment zweimal in der Woche irgendwie an Schulen unterwegs. Ich werde das dann einfach dementsprechend reduzieren. Das, wenn ihr das, das gerne möchtet, dann mache ich das, aber ich werde garantiert dann die anderen Sachen dementsprechend, also freitags ist halt so ein Tag, wo ich nicht unbedingt hier sein muss, wo ich irgendwie im Land unterwegs bin und das werde ich dann halt dementsprechend so häufig nicht mehr tun. Gut, aber ich sehe mich tatsächlich nicht als Ausschussvorsitzende. Ich habe auch überhaupt keine Vorstellung, was da an Arbeit auf einen zukommt und ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit den Aufgaben einer parlamentarischen Geschäftsführerin. Wenn ihr das wollt, dann setze ich mich da gerne hin. Der Joachim redet da, ich brauche da nichts sagen. Ich kann da mich gerne meine zwei oder drei Stunden oder wie lange hinsetzen, aber also ich glaube schon, dass man als Ausschussvorsitzender schon auch von der Materie ein bisschen Bescheid wissen sollte. Da wird ja Nico mir jetzt sicher zustimmen, dass das nicht unbedingt von Nachteil sein wird, richtig? Ja? Also wenn ich so höre, Datenschutz EU, ne, wo ich denke, ja, okay. Dafür, dass ne, Großbritannien in der EU bleibt. Ne? Gut. Das war ein Nein. Sie hat den Zettel hochgehoben. Hochgehalten. Die Muni muss lernen, Nein zu sagen, das war ein Nein. Also, Grumpy. Nach Blick in diverse Ausschusssitzungskalendarien bis zum Ende dieses Jahres drängt sich mir jetzt fast die Frage auf: Hat Creon nicht mal Lust, sich kurz zu äußern? Ich habe freitags schon ein Cat, tut mir leid, ich kann das nicht machen. So, liebe Leute. Ich weiß, wir würden hier gerne Wünsch dir was spielen, aber wenn wir in der Fraktion entscheiden, dass wir den Ausschussvorsitz übernehmen und dann findet sich niemand, der es überhaupt machen möchte, ich habe dich gehört, Frank, aber der jetzt wirklich sagt, boah geil, das mache ich jetzt. Gerade auch von denjenigen, die gerade angesprochen waren, die eigentlich Zeit haben sollten, aber dann auch nicht hier sind, dann müssen wir uns eventuell überlegen, dass wir den beim vorletzten Mal gefassten Beschluss, dass wir das besetzen wollen, dann ändern müssen, einfach weil es niemand auf die Kette kriegt. Der Frank hat gesagt, er möchte gerne noch ein bisschen mehr Bedenkzeit haben. Nee, es geht nicht um Bedenkzeit. Entschuldigung. Ja, dann erklär es bitte nochmal. Es geht nicht um Bedenkzeit, es geht einfach, ich habe ja gerade gesagt, ich würde wollen, aber ich kann letztlich nicht, weil, und was das betrifft ja einige. Moni hat jetzt externe Termine, aber da ist auch, kollidiert es halt einfach mit anderen Sitzungen. Ja. Ich habe jetzt hier für heute mit niemandem gesprochen, um Nachfolge in Anführungsstrichen zu regeln für die anderen Termine, die dann wegfallen würden. Weil man kann halt nur eine Sitzung
gleichzeitig besuchen. Genau. So. Gut, du kannst also auch nicht. Genau, die Bereitschaft ja, und aber damit die Terminlage ist im Moment nicht geklärt. Okay, damit haben wir ein paar Leute, von denen wir wissen, dass sie zeitlich zumindest, oder was heißt wissen, von denen wir vermuten aufgrund des parlamentarischen Ablaufs hier, dass sie die Zeit dafür hätten, nur diese Leute sind halt nicht da. Und wir können hier nicht Leute, oder zumindest haben wir das noch nie gemacht, Leute in Positionen setzen, ohne dass die da waren und ohne dass wir mit denen geredet haben. Das ist jetzt tatsächlich ein großes Problem. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir hingehen und das tatsächlich nochmal um eine Woche schieben und dass wir gleich eine Mail rumschicken, nochmal an alle Abgeordneten, dass sie sich dazu Gedanken machen sollen und dass sie sich dazu äußern sollen. Äußern müssen. Okay. Also entweder wir wollen diesen Beschluss jetzt machen, also durchsetzen, dann brauchen wir jemanden, der es macht, oder wir, ne, so. Wer nicht zurückschreibt, dass er nicht kann, so ähnlich wie es unsere Wahlordnung vorsieht, der steht hier beim nächsten Mal zur Wahl. Punkt um. Leute, die hier nicht hinkommen und Leute, die sich hier nicht beteiligen, die haben am Ende halt einen Job an der Hacke. Pech gehabt. Also, ihr wisst, dass das nicht, ihr wisst, dass auch das nicht funktioniert. Aber dass nächste Woche sitzungsfreie Zeit ist und turnungsmäßig wahrscheinlich keine Partei. Genau. Wir haben erst in zwei Wochen. Das mag sein, aber in zwei Wochen wäre dann die nächste Fraktionssitzung und innerhalb von zwei Wochen kann sich jeder mal geäußert haben, ob er das kann oder nicht. Wenn wir bis da keinen Kandidaten haben, so leid mir das tut, liebe Leute, müssen wir entscheiden, dass wir entweder tatsächlich diesen Vorsitz nicht übernehmen und ein normales Mitglied entsenden oder dass wir kein zweites Mitglied entsenden, weil das Personal fehlt, weil wir eben nur 18 Leute sind, weil wir es nicht gestemmt kriegen als kleinste Fraktion. Punkt um. So, also, wenn sich jetzt keine Gegenstimme zum Schieben erhebt, dann schieben wir jetzt auf in zwei Wochen und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir haben nämlich nur noch 15 Minuten. Und jetzt wird es nicht öffentlich. Das heißt, ich verabschiede mich nochmal vom Stream. Auf Wiedersehen. Vielleicht auch vom Car-Office, wenn ihr den Stream noch anhattet. Jetzt sind wir durch. Perfekt. Wiedersehen.